Wir haben uns alle viel zu erzählen, weil wir uns lange nicht gesehen haben, glaube ich. Und ich glaube, dass es heute hier ganz schön ist, dass wir schon auf dem Vorplatz so nett begrüßt wurden und Eis schleckern konnten und irgendwie eine Bratwurst essen konnten. Also für Sie nochmal zur Information, es wird keine Pause geben. Also wer Hunger hat, der geht mal schnell raus und holt sich draußen noch was. Noch ist ja ein bisschen auf. Ja, aber einzeln, nicht alle, dass sie jetzt hier rausmarschieren. Und ja, auch wenn wir uns lange nicht gesehen haben, hoffen wir natürlich, dass die Sitzung ist ja nicht um des Sitzens willen, sondern weil wir wichtige Dinge zu besprechen haben. Und es soll ja immer noch so sein, dass man möglichst nicht über die Zeit hinaus tagt. Also wollen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Also schön, Sie zu sehen. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur Kreistagssitzung. Ich begrüße die Mitglieder des Kreistages, die Mitarbeiter der Verwaltung und unsere Gäste heute hier. Wir haben auch heute wieder Filmaufnahmen. Wenn es da kein Widerspruch ist, dann ist das einfach so. Ich sehe, es gibt keinen Widerspruch. Vielen Dank. Und dann steigen wir auch schon ein. Und schon kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, das ist die Einwohnerfragestunde. Ich bitte die Einwohner, die jetzt eine Frage stellen möchten, dass sie bitte ihren Namen und Wohnort nennen, dann die Frage formulieren. Ich weise darauf hin, dass es einen Mitschnitt geben wird ihrer Fragen und nach Genehmigung des Protokolls werden diese dann auch wieder gelöscht. So, Sie haben das Wort. Wer möchte? Wer hat eine Frage an den Landkreis? Nur interessierte Zuhörer, bitte. Gut, ich würde es nicht lange ausweiten. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 2 und wir gehen weiter in der Tagesordnung zum Tagesordnungspunkt 3. Das ist die Bestätigung der Tagesordnung. Herr Kuhn zur Tagesordnung. Ist es notwendig, dass ich bis nach oben laufe oder ist meine Stimme laufend hier unten? Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen des Kreistags Vorpommern-Rügen, die CDU-Fraktion, die Fraktion Bürger für Stralsund, FDP und die Fraktion Bürger für Vorpommern Freie Wähler stellt einen Dringlichkeitsantrag zur heutigen Tagesordnung und bittet diesen aufzunehmen. Es geht darum, dass wir den Landrat beauftragen und bitten wollen, dass er sich dafür einsetzt, dass der Präsenzunterricht so schnell wie möglich, spätestens jedoch mit dem Beginn des neuen Schuljahres passiert. Die Dringlichkeit begründet sich und nur darauf habe ich mich heute zu beziehen oder zumindest jetzt, daraus, dass der nächste Kreistag erst am 18.10. glaube ich, stattfinden wird. Das Schuljahr jedoch wahrscheinlich früher beginnt, so hoffen wir zumindest. Und ich hoffe, dass wir da jetzt auch ein Signal senden, denn ich glaube, Eltern wie auch Kinder, gegebenenfalls auch Großeltern, einer steht hier vor Ihnen, braucht, glaube ich, Präsenzunterricht in voller Stärke und voller Höhe. Natürlich sollte sich die Pandemie in irgendeiner Weise verstärken, dann ist es wieder ein anderes gesetzliches Bild. Aber zurzeit erscheint das nicht der Fall und daher bitte ich, diesen Antrag mit auf die Tagesordnung zu nehmen, als klares Signal des Kreistags Vorpommern-Rügen im Hinblick auch auf die Entlastung von Familien und Eltern und natürlich auch der Kinder. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kuhn. Dazu Bemerkung? Keine? Dann möchte ich darüber abstimmen, ob dieser Tagesordnungspunkt mit auf die Tagesordnung kommen soll. Wer dafür ist, den bitte ich um das grüne Kartenzeichen. Nur das große Mehrheit. Vielen Dank, Gegenstimmen. Eine Gegenstimme, Stimmenthaltung mit einer Gegenstimme und 5 Stimmenthaltungen. Dann aufgenommen in der Tagesordnung. Ich würde vorschlagen, unter Punkt 26, genau, und 27 ist dann Beteiligung. Ne? Vielen Dank. So, dann bitte ich um Abstimmung über die gesamte Tagesordnung mit dem aufgenommenen Tagesordnungspunkt. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das grüne Kartenzeichen.
Vielen Dank. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltung? Eine Stimmenthaltung? Dann verfahren wir so. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4. Da geht es um die Genehmigung der Niederschriften der letzten Sitzungen. Zwei davon in Präsenz und einmal in einem Umlaufverfahren. Wir kommen zur Sitzung vom 24. Februar 2020. Gibt es da von Ihnen Bemerkungen, Ergänzungswünsche? Ich sehe das Licht. Doch, Frau Paget hatte eine Frage. Ja. Da hinten ist ein Mikrofon. Gucken Sie mal. Ich habe eine Frage zu dem Protokoll nicht öffentlicher Teil. Gibt es schon Ergebnisse zur Besetzung der Stelle des RPAs? Hat der Landesbeamten auch schon getagt? Nein. Vielen Dank. Der Landesbeamtenausschuss wurde verschoben, also gibt es noch keine Entscheidung dazu. Gut, vielen Dank. Corona-bedingt verschoben. Okay. Wir sind beim Protokoll vom 24. Februar, vierte Sitzung des Kreistages. Weitere Bemerkungen? Keine? Dann bitte ich um Abstimmung zum Niederschrift. Wer diese mittragen kann, bitte grünes Kartenzeichen. Vielen Dank. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltungen? Drei Stimmenthaltungen. So. Dann der Fortsetzungstermin am 9. März. Gibt es dazu von Ihnen Bemerkungen? Ich sehe es nicht der Fall. Dann kommen wir gleich zur Abstimmung. Wer diese Niederschrift zum Betragen kann, auch da bitte das grüne Kartenzeichen. Danke sehr. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltungen. Bei drei Stimmenthaltungen. So. Dann das Umlaufverfahren vom 15. April, die fünfte Sitzung des Kreistages sozusagen. Hier Ergänzungswünsche, Bemerkungen. Auch da ist das nicht dabei. Dann bitte um Zustimmung. Vielen Dank. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltung. Eins. Bei drei Stimmenthaltungen zugestimmt. So, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5. Wir hatten einige Zeit jetzt keine Sitzung, da gab es viele Geburtstagskinder im März und natürlich ist damit verbunden, wenn ich die Namen verlese, natürlich der Glückwunsch und alles Gute natürlich für das neue Lebensjahr und dass Sie alle gesund bleiben und weiter Freude an der Arbeit hier im Kreistag haben. So, Frau Schiefler hatte im März Geburtstag, Herr Leistner, Herr Reichenbach und Herr Panther, im April Herr Seifert, Herr Poppe, Herr Suhr, Frau Voss, Frau Meier, Herr Thomas und Frau Völschow. Im Mai gab es einen 65. Geburtstag, Helmut Krüger, da gibt es auch gleich noch einen Blumenstrauß und Herr Michael Philippen hatte Geburtstag und Julia Prekel hatte auch Geburtstag. Im Juni, noch nicht so lange her, wurde Herr Schramberg, 65 Jahre alt, auch dafür nochmal herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Herr Lastopka hatte Geburtstag und Herr Ademeyt. So, Herr Krüger kriegt einen Blumenstrauß und Herr Schramberg. Dass keine Pause ist, das habe ich schon gesagt. Dann kommen wir zur Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse aus dem nicht öffentlichen Teil der vierten Kreistagssitzung mit dem Fortsetzungstermin vom 9. März. Da geht es jetzt einmal um die Bestellung eines Rechnungsprüfers für den Landkreis. Der Beschluss lautete, der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt, Herr Matthias Henk mit Wirkung vom 25. Februar
im Sinne des § 104 Absatz 3 Nummer 3 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit § 2 Absatz 2 Satz 1 des Kommunalprüfungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zum Rechnungsprüfer des Landkreises Vorpommern-Rügen gestellt wird. Abstimmungsergebnis einstimmig mit 2 Enthaltungen zugestimmt. Zweitens ging es im nächsten Beschluss um die Bestellung von Herrn Christian Müller zum Leiter des Rechnungsprüfungsamtes. Der Beschluss lautet wie folgt: Der Kreistag des Landkreises Vorpommern-Rügen beschließt, dass Herr Christian Müller zum möglichen Zeitpunkt unter der Voraussetzung entsprechender Entscheidung des Landesbeamtenausschusses Mecklenburg-Vorpommern sowie der Rechtsaufsichtsbehörde in ein Beförderungsamt in ein Beamtenverhältnis auf Probe eingestellt wird. Zugleich wird ihm im Einvernehmen mit dem Landrat die Funktion des Fachdienstleiters Rechnungs- und Gemeindeprüfung übertragen. Herr Christian Müller wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt zum Leiter des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Vorpommern-Rügen gestellt. Abstimmungsergebnis mehrheitlich mit 9 Gegenstimmen und 9 Enthaltungen zugestimmt. Ein noch. Genau. Drittens, Kauf von Flächen der Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH. Es geht um das Naturschutz-Großprojekt Nordvorpommersche Waldlandschaft. Der Beschluss lautete wie folgt: Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt den Kauf einer Bodenfläche von 3,4321 Hektar, davon 3,2829 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und 0,1492 Hektar Fahrweg von der Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH im Gebiet des Naturschutz-Großprojektes Nordvorpommersche Waldlandschaft in der Gemeinde Niepars, Gemarkung Wüstenhagen. Flur 1, Flurstück 78-1 zum Preis von 104.349,57 € zuzüglich Nebenkosten. Abstimmungsergebnis mehrheitlich mit einer Gegenstimme und einer Stimmenthaltung zugestimmt. Das waren die Beschlüsse und wir kommen schon zum Tagesordnungspunkt 6, zum Bericht des Landrates. Der Landrat hat das Wort. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kreistagsmitglieder, sehr geehrte Gäste. Wir haben durch den Antrag zur Tagesordnung schon den Fingerzeig alle bekommen, dass eben dieses Thema Corona noch nicht vorbei ist. Ich meine, den Dringlichkeitsantrag, der, vielleicht habe ich nicht richtig aufgepasst, ich habe gesehen, CDU-Fraktion, möchte keinen unterschlagen, wenn andere auch mit dabei waren. Und es ist tatsächlich so, da möchte ich in meinem Bericht des Landrates dazu auch etwas sagen, dass das Thema Corona eben tatsächlich nicht vorbei ist. Warum möchte ich das hier etwas ausführen? Weil mir in den letzten Tagen, ich denke, man kann es etwas so um Pfingsten festmachen, immer mehr solche Einschätzungen und Äußerungen entgegenschlagen, dass eben in den Augen mancher das doch jetzt alles im Wesentlichen vorbei sei. Aber für den Landkreis Vorpommern-Rügen, für die Tourismusregion und eben auch für die Verwaltung ist die Thematik eben tatsächlich noch lange nicht ausgestanden. Darauf deutet ja eben auch dieser heutige Dringlichkeitsantrag hin. Warum ist es nicht vorbei, meine Damen und Herren? Wir haben, obwohl wir über diesen Peak der Infektionen hinweg sind, übrigens ist Herr Häusler auch heute unser Gesundheitsamtsleiter hier extra bei der Veranstaltung mit dabei, falls von Ihren Seiten dort noch, von Ihrer Seite dort noch Fragen gestellt werden. Ich bin kein Mediziner, ich würde Ihnen dann die Möglichkeit geben, nach vorne zu kommen, Ihren Fragen auch noch Rede und Antwort zu stehen. Wir haben den Peak der Infektionen in Deutschland höchstwahrscheinlich überschritten und die Gelehrten streiten sich, ob es eine zweite Welle geben wird oder nicht. Aber für uns ist es eben nicht aus Infektionsschutzgründen nicht vorbei, sondern weil wir damit einfach noch an verschiedensten Stellen in der Verwaltung und in der Gesellschaft zu tun haben werden. Das eben noch über eine wahrscheinlich längere Zeit. Wir haben einen nach wie vor enorm hohen Informationsbedarf der Bürgerinnen und Bürger zu verzeichnen bei uns in der Verwaltung. Also das hat überhaupt nicht nachgelassen, was wir versuchen, über die Kanäle, die dort geschaffen wurden, abzuarbeiten. Aber es ist nicht nur der Informationsbedarf der Bürgerinnen und Bürger, sondern auch der Ordnungsbehörden und anderer staatlicher Stellen oder Partner, mit denen wir zusammenarbeiten als Landkreis. Wir haben auch weiterhin sehr dynamische Rechtsänderungen, die ja dann immer wieder neu an den Mann gebracht werden müssen und die auch erstmal verstanden werden müssen und mit dem Landtag gekoppelt werden müssen. Und wir haben vor allem eins nicht, nämlich ein Vakuum, ein Kompetenzvakuum. Das Land und der Bund ziehen sich ja so langsam aus der Regelung zurück und die Verantwortung geht in den nächsten
oder ist schon seit einigen Wochen, aber wird immer weiter in die Verantwortung der Kreise und Städte übergehen, der kreisfreien Städte in dem Fall nur. Das heißt, dass wir in der Verwaltung in den nächsten Monaten, ich will hoffen nicht über Jahre, jedenfalls in dieser Thematik noch sehr, sehr viel zu tun haben werden und entsprechende Sonderprogramme fahren müssen. Und wir müssen natürlich uns praktisch vorbereiten, wenn doch wieder einzelne Infektionsereignisse stattfinden. Ich will heute ganz bewusst nicht über die Thematik Gottesdienst in Stralsund berichten, weil das wirklich nur ein lokales, kleines Ereignis war. Aber wir wissen eben alle nicht, ob wir noch mit größeren Dingen zu kämpfen haben werden. Und darauf muss man als Verwaltung vorbereitet sein. Unter anderem mit dem Stichwort, was Sie alle in den Medien in letzter Zeit relativ häufig gelesen haben, Stichwort Abstrichzentren. Da wird es eine Veränderung geben, ganz konkret. Es wird nämlich so sein, dass zum 30. Juni die Abstrichzentren in Bergen und Ribnitz-Damgarten geschlossen werden. Übrigens nicht, weil wir dort so viele Abstriche hatten und das nicht leisten können, sondern weil eben relativ wenig dort auch stattgefunden hat, dass diese Ressourcen dann nicht mehr weiter vorgehalten werden müssen. Wir haben aber das mobile Abstrichzentrum und es werden für künftige Situationen, für die wir uns vorbereiten müssen, dann zwei temporäre Abstrichzentren eingerichtet und vorgehalten, die, wenn mal was passiert, was Lokales, dann dort errichtet werden und aufgebaut werden, sodass dann dort die Abstriche durchgeführt werden können. An den Wochenenden sind die Abstrichzentren an den Unikliniken Greifswald und Rostock weiter in Bereitschaft und natürlich auch das mobile Abstrichzentrum, das bei uns im Landkreis vorhanden ist. Ich hatte bereits gesagt, Herr Häusler ist hier, wenn unter den Fragen der Kreistagsmitglieder dann zu Themen, das Thema Abstriche ist ja etwas, was in verschiedenster Art dann auch die Leute bewegt, sollte mehr getestet werden oder nicht, dann würde Herr Häusler dann nachher auch Rede und Antwort stehen, wenn es gewünscht ist. Und wir haben insgesamt auch noch zu kämpfen mit einer Situation, dass jetzt nach diesen vielen Wochen und Monaten Corona auch die Akzeptanz der Bevölkerung so ein Stück weit zurückgeht, diese Einschränkungen zur Kenntnis zu nehmen. Und das führt eben dazu, dass mehr Widersprüche da sind und wir sind auch darauf eingestellt, dass mehr Klagen kommen werden und da muss man sich entsprechend vorbereiten und darauf entsprechend eingehen können. Ja, meine Damen und Herren, weil eben diese ganze Corona-Thematik entgegen dem äußeren Anschein eben doch nicht vorbei ist, ist es so, dass wir weiterhin in Stabsstrukturen arbeiten. Wir arbeiten im Landkreis Vorpommern-Rügen seit 2. März in Stabsstrukturen, das heißt, wir haben einen Verwaltungsstab, einen Führungsstab, aber auch einen Krisenstab, um verwaltungsintern auf die besonderen Anforderungen zu reagieren. Und wir haben natürlich den Bereich, wo es um die Kommunikation geht, in den letzten Monaten hochgefahren und dort Personal reingegeben. Das Personal wartet natürlich nicht, da reinzukommen. Das musste durch aufwendige Umorganisationen im Hause zur Verfügung gestellt werden oder ja, bereit gemacht werden, dass man in diesem Bereich auch mitarbeiten kann. Das hat an anderen Stellen dann wieder Lücken gerissen. Wie machen wir das oder was ist der Aufgabenbereich dieses Bereiches? Die Hauptaufgabe besteht darin, auch die sich ständig anpassenden Rechtsgrundsätze und die Rechtsregelung, die wir haben, dass man dort überhaupt den Überblick behält und das dann weiter kommuniziert und in diese FAQs, die wir auf unserer Internetseite versuchen, immer ganz aktuell für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stellen, dass die eben möglichst aktuell bleiben. Das ist uns, wenn ich das so sagen darf, denke ich, in den letzten Monaten ganz gut gelungen, aber wirklich nur, weil wir dort Personal zusammengezogen haben. Dann sind Postfächer eingerichtet worden, dass E-Mails dann speziell zu Corona-Fragen gebündelt werden und dann auch wirklich jede einzelne E-Mail, die bei uns einläuft, eine Antwort bekommt. Es wird die Hotline mit der 1000-Nummer vorgehalten. Da sind wir in den ersten Wochen sogar 24 Stunden, 7 Tage die Woche im Einsatz gewesen. Das ist jetzt etwas heruntergefahren worden. Und dieses Beantworten von Fragen an diesen Hotlines ist übrigens eine Aufgabe, meine Damen und Herren, die auch wirklich nicht jeder leisten kann, weil da spielen sich am Telefon dann auch teilweise Dramen ab. Jetzt haben wir gerade wieder so ein bisschen Ruhe, aber in diesen Tagen, als es darum ging, wer darf denn eigentlich reinkommen oder wer darf zurückkommen, wer darf seine Eltern besuchen oder wer darf es nicht, da geht es dann wirklich schon sehr heiß her und da kann man auch nicht wirklich jeden Mitarbeiter ranlassen. Da muss man auch eine gewisse Härte mitbringen und eine gewisse Klarheit. Eine ganz große Rolle gespielt hat in den letzten Wochen auch das Thema, oder haben die sozialen Medien, also auch das Thema Facebook. Darüber konnte sehr, sehr viel abgefangen werden. Der Landkreis hat sich ja auf den Weg gemacht, einen eigenen Social-Media-Account ins Leben zu rufen, der jetzt inzwischen auch schon 1600 Abonnenten hat. Und man kann wirklich sagen, dass es in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr, sehr viel weggenommen hat, weil dort eben auch viele Anfragen aufgelaufen sind, die dann über diesen Weg wegkommuniziert werden konnten und vor allem ist es gelungen, auch gerade durch die Videos, die dann vom Gesundheitsamt oder
die Videos des Gesundheitsamtes, die die Kollegen aus dem Kommunikationsbereich dann da reingestellt haben. Dadurch konnte eine sehr gute Aufklärungsarbeit geleistet werden. Ich möchte aber an dieser Stelle auch ausdrücklich sagen, nicht, dass das irgendwann mal Irritationen hervorruft. Auch mein Social-Media-Kanal, also der Stefan Kehrt, sozusagen einfach nur Mensch-Kanal, der ist natürlich auch mit benutzt worden. Ich sage das ganz bewusst in dieser ganz großen Runde, weil ich da auch jeden Anschein irgendeiner Intransparenz vermeiden will. Es ging in dieser Zeit darum, geht in dieser Zeit darum, Informationen möglichst breit an möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu streuen. Und da muss man eben alle Möglichkeiten nutzen. Und das wurde dann entsprechend auch gemacht. Aus heutiger Sicht werden in den nächsten Monaten in weiteren Bereichen eben die Ressourcen noch ganz besonders gefordert sein. Das ist natürlich das Fachgebiet Gesundheit. Das ist aber auch der soziale Bereich, auch wenn das Thema Schule, was den Kreistag heute nochmal befassen wird, nicht in diesem sozialen Bereich angesiedelt ist, aber wir werden mit diesem ganzen Gesamtkomplex Kinderbetreuung und Schule in der nächsten Zeit mit Sicherheit noch weiter intensiv zu tun haben. Und das war in den letzten Monaten eben auch so, was Kita- und Hortbetreuung betrifft. Also da sehe ich auch für die nächsten Monate noch eine enorme Anforderung. Aber auch der Bürgerservice, das hört sich immer so harmlos an, aber da läuft ja eben die gesamte Telefonie auf, wird auch noch in der nächsten Zeit über Monate, und ich klopfe mal auf Holz, dass es eben nur Monate sein werden und keine Jahre, dass auch dort noch eine besondere Leistungsbereitschaft da sein muss. Dann natürlich, Herr Zimmermann, habe ich das richtig gesehen, genau, das sollte auch hier, also der Fachdienstordnung ist auch immer gefordert, auch in den nächsten Wochen und Monaten. Der Fachdienst ist ja sozusagen auch die bündelnde Abteilung, wo die Stabsarbeit dann am Ende auch wieder zusammenläuft. Aber es ist eben nicht zu Ende. Wir steuern jetzt auf eine Welle, also in der Hochsaison auf eine Welle zu, wo die Campingplätze mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wir haben ja Verbandschef der Campingwirtschaft hier heute auch unter unseren Kreistagsmitgliedern, kaum in der Lage sein wird, dieses Urlaubsbedürfnis in Deutschland überhaupt aufzufangen. Und da kriege ich jetzt schon Notmeldungen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und der Amtsverwaltung, dass die sagen, wir werden es höchstwahrscheinlich auch mit einer Welle von, ja nicht mal boshaft gewollten, sondern aus der Not heraus mit einem Wildcamping zu tun haben. Das ist dann trotzdem verboten und da muss man mit umgehen und das wird dann eben auch im Ordnungsbereich irgendwo aufschlagen. Wir werden viele Widersprüche haben, das Thema bleibt heiß. Ich hatte gesagt, wir müssen Personal umorganisieren, deswegen ist eben auch dieser Bereich, der Fachdienst 15, auch immer gefragt und auch der Bereich Organisation. Ich muss Ihnen auch nicht sagen, dass unser Verkehrsbetrieb, der nun nicht direkt Teil der Verwaltung ist, aber eben der Betrieb unseres Landkreises ist, dass es für ihn auch in der nächsten Zeit weiter ein Thema sein wird, was macht Corona mit uns. Und natürlich die Riesenaufgabe, das habe ich auch oben schon weiter ausgeführt, das Thema Kommunikation wird wichtig bleiben. Wir haben in letzter Zeit auch einige Nebeneffekte durch die Corona-Pandemie in der Verwaltung feststellen können. Wir haben ja unsere Verwaltungen nach außen abgeschlossen. Was hat das mit uns gemacht? Wir haben als Verwaltung natürlich weitergearbeitet und wir haben jetzt über einige Monate den Menschen ihre Anliegen mit einer konkreten Terminvereinbarung, also über eine konkrete Terminvereinbarung in die Abarbeitung in Aussicht gestellt. Es ist so, dass wir daraufhin eher ein sehr, sehr positives Feedback bekommen haben. Ich meine damit ein positives Feedback von den Bürgerinnen und Bürgern, weil eben der Fall, dass man in die Verwaltung geht und sich in eine Warteschlange setzt, um dann irgendwann dran zu sein, bei dieser Art von Verwaltungsarbeit und Organisation dann einfach nicht mehr stattfindet. Also ich wage mal so die steile These, wenn wir eine Umfrage machen würden unter den Bürgerinnen und Bürgern, die mit uns zu tun haben, ob das nicht sogar langfristig die bessere Praxis ist, dass es eine deutliche Mehrheit dafür geben wird, dass man das auch in der Zukunft so fährt, dass eben mit Terminvereinbarungen gearbeitet wird, solange dann auch wirklich gesichert ist, dass wenn 8.15 Uhr gesagt ist, 8.15 Uhr, und das scheint in den letzten Wochen und Monaten schon sehr gut gelöst zu sein. Ich sage bewusst, das scheint, weil wir keine einzige Beschwerde zu Ohren gekommen ist, in der das nicht so geklappt hat. Es gab einen kritischen Hinweis neulich im Präsidium, dass man wieder zu einer ganz normalen Öffnung zurückkommen soll, aber das wollen wir in den nächsten Wochen noch nicht. Aber ich gebe schon mal hier mit auf den Weg auch für den Kreistag, dass wir wirklich darüber nachdenken, dort etwas zu ändern in der Praxis. Es hat wie in anderen Betrieben der Privatwirtschaft auch einen Schub gegeben, was das Thema Kommunikation und IT betrifft. Auch wir haben viel intensiver über moderne Kommunikationswege miteinander kommuniziert und werden dort für unsere Verwaltungsorganisation dann auch Schlussfolgerungen für die Zukunft ziehen. Und ich denke, es wird durchaus auch Verbesserungen geben. Ein wichtiges Thema, was ich extra ansprechen möchte, ist die Sonderthematik Kinderbetreuung, Schule, Soziales. Da hat der Landkreis Vorpommern-Rügen sich zu einem Sonderweg entschieden. Wir haben ja, nachdem man in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren wollte, haben wir das mit den Trägern durch eine tolle Arbeit des Jugendamtes
organisiert, dass wir ein 8-Stunden-Angebot dort, wo es organisatorisch irgendwo möglich zu machen war, dass das statt 6 Stunden 8-Stunden-Angebot gemacht werden konnte. Das hat auch gut funktioniert. Gegenwärtig ist es übrigens so, dass ca. 75% der Kinder in der Kita und in der, also 75% der Kita- und Krippenkinder wieder in den Einrichtungen sind. Beim Hort sind es 11%. Es gab einen zweiten Sonderweg des Landkreises Vorpommern-Rügen. Diese Problematik mit der Viertklässler-Hortbetreuung wollen wir, die Ferien sind ja noch nicht da, wollen wir als Landkreis so klären, dass wir für die Kinder, die jetzt eigentlich, wenn man das ganz nach der Vorschrift machen würde, keinen Hortanspruch mehr hätten, dass wir haben geprüft, ob wir das als Landkreis auch darstellen können, sind zum Ergebnis gekommen, dass wir für diese Kinder als Landkreis eine entsprechende Hortbetreuung jetzt auch in diesen Sommerferien für die Viertklässler ausnahmsweise finanzieren würden. Einfach deswegen, weil auch diese Eltern ja ihren Urlaub häufig schon aufgebraucht haben, Überstunden längst weggenommen wurden oder sogar Unterstunden da sind. Einen dritten Sonderweg gab es vom Landkreis Vorpommern-Rügen, was den unkomplizierten Umgang mit den Trägern betrifft. Die Träger der Jugendhilfe und im Sozialbereich hatten ja die Situation, dass die ihre Leistung gar nicht mehr erbringen konnten. Und nun bestand die Gefahr, dass wenn die Träger die Leistung nicht erbringen können, der Landkreis hätte eine tolle Chance gehabt, Geld zu sparen. Was nicht gemacht wird, wird nicht abgerechnet und damit sparen wir eine Menge Geld. Wir haben uns für einen anderen Weg entschieden, weil nämlich das Risiko, dass man auch funktionierende Trägerstrukturen zerschlägt oder auch persönliche Bindungen zwischen ein Beispiel Sozialarbeitern und eben Betroffenen, wenn Leute entlassen werden müssen, da handelt man mit Zitronen. Deswegen sind wir dort diesen Sonderweg gegangen und haben unter Anwendung des SODEC, also einer Gesetzesänderung, die in der Corona-Zeit auf den Weg gebracht wurde, dass wir an dieser Stelle sehr flexible Lösungen mit den Trägern gefunden haben, dass die weiterarbeiten konnten und sehr auf alternative Art und Weise auch ihre Leistungen anbieten konnten, sodass wir jetzt in kein Loch fallen nach der Pandemie, die ja, wie ich schon ganz oft sagte, nicht vorbei ist, aber so langsam kommen wir eben wieder in einen normalen Betrieb zurück. Also wir haben die Strukturen nicht zerschlagen und nicht blind etwas kaputt gespart. Eine kleine Randbemerkung auch noch für Sie, meine Damen und Herren. Beim Landkreis Vorpommern-Rügen ist es gelungen, wenn wir flexibel auf Kinderbetreuungsengpässe reagieren mussten, dass wir Mitarbeiter nicht nach Hause schicken mussten, ohne dass eine entsprechende Arbeitsleistung erbracht wurde. Also unbezahlt frei gab es beim Landkreis Vorpommern-Rügen nicht. Ein weiterer Aspekt, den ich hier ansprechen möchte, Sie werden vielleicht zur Kenntnis genommen haben, dass ich zur Orientierung und zur Standortbestimmung, was die Pandemie mit unserer Region als Wirtschaftsregion macht, ein Wirtschaftsbündnis ins Leben gerufen habe, unter dem Begriff Wirtschaftsbündnis Vorpommern-Rügen, ich meine auch den IHK-Geschäftsführer heute, da ist er, herzlich willkommen, gerade mache, hier gesehen zu haben. Ich habe natürlich den Kreistag mit einbezogen, indirekt der Ausschussvorsitzende des Wirtschaftsausschusses ist auch Mitglied dieses Bündnisses. Es geht einfach darum, dass wir uns gemeinsam, ich sage umgangssprachlich, die Karten legen, um eine Folgeabschätzung vorzunehmen, wo stehen wir denn jetzt eigentlich in der Krise und wie kommen wir da am besten wieder raus. Da wird es in den nächsten Monaten Runden mit den Akteuren, also mit der IHK, mit dem Jobcenter und mit den Mitgliedern eben geben, um eine Standortbestimmung hinzubekommen und einen gemeinsamen Plan, um die Krise dann gemeinsam zu bewältigen. Ich möchte über das Jobcenter sprechen, meine Damen und Herren. Warum unter der Rubrik Wirtschaft? Das Jobcenter ist ja, wie wir alle, nachdem die ersten Erfahrungen mit den Hilfspaketen gesammelt wurden, auch zur Anlaufstelle für Selbstständige und Kleinselbstständige geworden, weil es eben für diejenigen, für die diese Rettungsschirme nicht funktionierten, sozusagen die letzte Rettung war. Und ich kann Ihnen sagen, dass zu meiner großen Freude und ich sage Ihnen auch ganz offen zu meiner Überraschung, die Welle, die ich dort erwartet habe, also was das für ein Aufwachsen von Ansprüchen im SGB-II-Bereich erleben werden, dass diese Welle in dieser Deutlichkeit nicht eingetreten ist, wie ich es persönlich erwartet hätte. Es ist normal, dass wir zu dieser Jahreszeit einen Rückgang der Leistungsempfänger im SGB-II-Bereich haben. Den haben wir gerade nicht, das wäre saisonal, der normale Prozess. Aber es ist eben auch nur eine leichte Steigerung, die nicht so dramatisch verläuft, wie ich das befürchtet hätte. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen in unserem Jobcenter das alles so gut vorbereitet haben, dass es dort auch keine Corona-bedingten Auszahlungsengpässe oder sonstige Probleme gab. Jedenfalls sind mir keine bekannt geworden. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat in den letzten Monaten weiter seine Unterhaltungsinvestitionen und seine Projekte vorangebracht, bis auf einige Ausnahmen, die will ich gleich noch erwähnen. Ich komme übrigens auch schon langsam zum Schluss. Unter anderem ist es so, dass wir aus der Notsituation noch eine Tugend gemacht haben. Wir haben die Unterhaltung an den Schulen in den Zeiten, in denen eben kein Unterricht stattgefunden hat, verstärkt, dass dort Dienstleistungen erbracht werden konnten, die ansonsten im Unterrichtsbetrieb nicht so einfach hätten erbracht werden können.
Am Flughafen Gürtin wird investiert insgesamt 250.000 Euro für Landebahn und Tower, also für die Instandsetzungsarbeiten. Nur eins von mehreren Beispielen. Und übrigens geht auch das Solarpark-Projekt dort voran. Seit 20.03. ist es so, dass man bei der Kfz-Zulassung auch ein reines Online-System verwenden kann. Eine kleine Einschränkung, man muss diesen modernen Personalausweis mit den entsprechenden Zugangscodes haben und sich, wie das dann immer so ist, auch noch eine Verifizierungs-App runterladen. Aber wir haben sozusagen auch in der Corona-Zeit durchaus an perspektivischen Projekten weitergearbeitet. Ich kann Sie nur alle einladen, sich das auf der Webseite auch mal anzugucken oder es vielleicht auch selbst auszuprobieren. Aber, meine Damen und Herren, dann komme ich auch langsam zum Schluss. Es ist eben auch einiges nicht erledigt worden und bei den Ausführungen, die ich vorhin gemacht habe, was das alles gefordert hat, auch an Personalressourcen im Hause, ist es eben so, dass in den nächsten Monaten das eine oder andere sicherlich auch noch zur Sprache kommen wird, vielleicht auch von Ihnen, wo Sie sagen, schade, das hätten wir uns schon gewünscht. Ein konkretes Beispiel ist das Thema Investitionsrichtlinie für Vereine. Ich will gar nicht groß um Worte ringen, das ist ein Kreistagsbeschluss, wir haben es schlicht und ergreifend von der Manpower nicht hingekriegt, da jetzt was auf die Beine zu stellen, über das man jetzt schon im Kreistag reden könnte. Aber das ist natürlich nicht vergessen, das wird gemacht. Ein weiteres Thema, was in der Zwischenzeit aber auch schon in den, da bin ich, vielleicht habe ich jetzt auch eine falsche Erinnerung, mit den Fraktionsvorsitzenden habe ich gesprochen, was das Thema 1 Million für den Brandschutz betrifft, dass das jetzt unter diesen Corona-Bedingungen in der Praxis auch nicht umsetzbar ist, das in diesem Jahr jetzt noch auf Krawall in Ansatz zu bringen. Auch dort gibt es die Einigkeit, nach Rücksprache mit den Fraktionsvorsitzenden das auch nochmal in die Ausschüsse zu geben. Mir war jetzt nur entfallen, ob es schon in den Ausschüssen war. Ich meine, im Finanzausschuss war es schon kurz ein Thema, aber in dem Fachausschuss noch nicht. Da kommt es dann noch hin. Und ein letzter Punkt. Wir haben heute in dem vorbereitenden Kreisausschuss und Finanzausschuss auch für die heutige Kreistagssitzung die Beschlussvorlagen, die Sie auch heute für den Kreistag haben, also wo es um die Dringlichkeitsentscheidung des Landrates geht und um die Mehraufwendungen, um die Corona-Bedingungen, gab es jeweils in beiden Ausschüssen auch entsprechende sehr eindeutige Empfehlungen, meine Damen und Herren. Damit komme ich dann auch zum Schluss. Wenn mir ein persönliches Fazit noch erlaubt ist, dann will ich das ziehen zu den letzten Monaten, nämlich, dass wir alle dankbar sein können, dass uns bisher, was Infektionen, was Krankheiten und was Todesfälle betrifft, das also wirklich Schlimmes erspart geblieben ist in unserer Region. Und dass ich als Chef der Verwaltung auch unheimlich viel Tatkraft und Mitziehen in der Verwaltung erleben konnte, wofür ich mich wirklich ganz herzlich bedanken möchte. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Fraktionen, den Fraktionsvorsitzenden in den letzten Monaten. Ja, Infektionsschutz ist eine Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises. Und wer sich die Mühe macht, in diesen kleinen roten Kommentaren mal nachzulesen, da steht sogar an irgendeiner Stelle drin, dass ein Landrat sich nur sehr zurückhaltend zu diesen Fragen, auch mit der Kommunalpolitik, die im eigenen Wirkungskreis tätig ist, zurückkoppeln soll. Aber wir haben, glaube ich, ein bisschen mehr gemacht und das war mir auch ein Bedürfnis. Ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen. Trotzdem nochmal von mir ein großes Dankeschön für diese vertrauensvolle Zusammenarbeit und auch ein Dankeschön, dass wir jetzt, was die Dringlichkeitsentscheidung betrifft, eben auch hier nicht peinlich alles ganz doll hochkant drehen. Es soll um Gottes Willen jetzt nicht irgendwas leichtfertig beschlossen werden. Das hat auch ein Stück weit was mit Vertrauen zu tun. Und da möchte ich mich dafür bedanken. Wir haben versucht in den letzten Monaten, Sie auch mit den wöchentlichen Schreiben, die wir bis Pfingsten jeden Freitag drüber geschickt haben, an Sie mit den jeweils wichtigen Informationen zu versorgen. Die Fraktionsvorsitzenden hatten die Gelegenheit in Telgus, sich weitergehender zu informieren. Ich denke, das hat ganz gut funktioniert und ich möchte mich nochmal ganz herzlich dafür bedanken für diese letzten Monate, für die gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Landrat. Also ich glaube, im Namen von Ihnen allen zu sprechen, dass wir uns dem Dank, den der Landrat jetzt uns hier ausgesprochen hat, dass wir den wirklich gern zurückgeben. An den Landrat, natürlich an die gesamte Verwaltung, insbesondere Herr Häusler, der da auch ständig uns gut aufgeklärt hat und wir das jeden Tag die aktuellen Informationen auch dem Netz entnehmen konnten. Und das war wirklich großartig, also wirklich solide und ich fand, dass Sie das wirklich richtig gut gemacht haben und wir fühlten uns, glaube ich, hier auch gut mitgenommen. Dazu gehört natürlich auch ein Stück Vertrauen und auch, sag ich mal, dass man einiges auch mal ein bisschen sportlich nimmt. Das haben wir, glaube ich, insgesamt alle gut geschafft und dafür einen herzlichen Dank, wie gesagt, an die Verwaltung, aber auch an die einzelnen Kreistagsmitglieder, an die Fraktionsvorsitzenden. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir in so einer schwierigen Zeit da wirklich gut zusammenstehen. Es ging darum, sag ich mal, die Krise hier gut zu meistern und ich glaube, das ist uns wirklich gut gelungen. Also vielen Dank dafür. So, dann sind wir bei Top 7. Jetzt kann es losgehen. Anfragen der Kreistagsmitglieder. Sie haben das Wort.
Frau Kandisa und dann Herr Hofmann. Sehr geehrter Herr Landrat, ich möchte auch noch mal herzlich Dank sagen für dieses Engagement in der Corona-Krise. Das haben wir auch alle sehr unterstützt und vielen, vielen Dank. Dennoch gibt es natürlich Fragen, die wir jetzt auch mal wieder stellen können. Und dazu gehören zwei Fragen aus unserer Fraktion. Die erste, da geht es um den Abzug von Verwaltungseinheiten aus dem Mittelzentrum von Rügen aus Bergen ohne Information an die Verwaltung der Stadt. Unsere Fragen lauten dazu, und ich gebe Ihnen das dann schriftlich. Erstens, wo stehen die Festlegungen zum Abzug welcher Behörden, zum Beispiel der Straßenverkehrsbehörde und der Jagdbehörde? Zweitens, was ist weiter geplant, außer dem Belassen eines Bürgerservices? Und drittens, gibt es eventuell doch noch die Möglichkeit der Rückverlegung von Verwaltungseinheiten ins Mittelzentrum von Rügen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage bezieht sich auf die Prioritätenliste für den Radwegebau im Landkreis Vorpommern-Rügen. Das ist ja ein langwieriges und heißes Thema. Aber ich möchte hier zu dem Punkt 3 auf der Prioritätenliste des Radwegebaus von 2018, was anderes steht uns leider nicht zur Verfügung, Fragen stellen. Und zwar unter der Überschrift Gefahrenstellen für Radfahrer und Autofahrer auf Rügen. Radweg auf Radwanderkarten zwischen Zirko und Seerams sind eingezeichnet. Es gibt ihn aber nicht. Diese Lücke muss dringend geschlossen werden. Begründung. Es handelt sich hier um eine Bundesstraße, auf der 80 km/h erlaubt sind. Die neue Straßenverkehrsordnung schreibt vor, dass Autos 1,50 Meter Abstand von Radfahrern halten sollen. Diese Straßenbreite gibt es nicht her. Sie sind dann auf der Gegenfahrbahn. Der Erdbeerhof ist ein Urlaubermagnet. Der befindet sich auch in diesem Bereich. Und 60% der Gesamturlauber Rügens bewegen sich von und nach Mönchgut. Dieser Abschnitt ist auch von Linz aus eine beliebte Urlauberstrecke als Rundkurs. Die Frage lautet also, wie weit ist die Realisierung dieses Lückenschlusses? Sie wird seit 18 Jahren von Fremdenverkehrsvereinen, Sportvereinen, Radveranstaltern, Bürgern und Urlaubern gefordert. Eine ganz wichtige Frage, es darf nichts passieren, es ist sehr gefährlich, was man täglich dort beobachten kann. Vielen Dank. Okay, vielen Dank, Frau Dr. Kandisa. Der Landwirt gleich, oder? Ja, so komplex jetzt auch nur kurz, Sie nehmen die Fragen mit und Sie bekommen schriftlich eine Antwort, Frau Dr. Kandisa, ja? Gut, Herr Hofmann. Ja, schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe noch zwei kurze Fragen, die voneinander getrennt zu sehen sind. In erster Linie würde ich gerne mich erkundigen nach dem Kulturkonzept. Wir hatten vor der ganzen Corona-Krise intensiv an den Kultursachen mit dem Kulturrat an einem gewissen Kulturkonzept gearbeitet, dass der Landkreis hier auch bestimmte Sachen einstellt, beziehungsweise uns zeigt, wie wo sich Kultur darstellt und wie es vorwärts geht. Auch zusammen mit der Ansicht der Straße, und ich wüsste gerne, wann dieses Konzept uns vorliegt und wie dort an der weitere Vorgang geplant ist. Das ist ja meine erste Frage. Zweite Frage, wir haben gerade in den Medien verfolgen dürfen, nach dem Gottesdienst die leider auftretenden Vorfälle, die wir mit der Pandemie in Verbindung bringen. Dann wurden ja zahlreiche Menschen überprüft und, wie es vorgeschrieben ist, in Quarantäne versetzt. Meine Frage ist, wie geht der Landkreis mit dort auffallenden Touristen? Also mir ist vorgekommen, dass die Einheimischen dort vor, die am Gottesdienst teilgenommen haben, natürlich aufgesucht wurden und quarantiniert wurden, aber die dort an dem Gottesdienst teilgenommenen Touristen weiter durchs Land gereist sind und weiter Tourismus gespielt haben, was in meinen Augen nicht so ganz produktiv ist. Da würde ich Sie gerne bitten, entweder schriftlich oder in der Verwaltung zu schauen, wie man das nachbessert und auf gleiche Ebene zieht. Danke. Vielen Dank, Herr Rudolf. Herr Landwirt.
Was das Kulturkonzept betrifft, habe ich jetzt keinen aktuellen Stand, aber ich gehe davon aus, dass das in den letzten Monaten auch ein Stück weit nach hinten geraten ist. Also das, da kann ich einfach nur Verständnis bitten. Ich bitte auch, das so als abschließende Äußerung von mir jetzt dazu zu sehen, dass die Frage nicht nochmal schriftlich beantwortet werden muss. Es ist einiges Leben garantiert und das wird dann, sobald wir soweit sind, in die Gremien reinkommen. Was die, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Hoffmann, eine unterschiedliche Behandlung von Menschen, die bei uns im Landkreis wohnhaft sind, dass die häusliche Isolation, also nicht bei Menschen, die hier nicht wohnhaft sind, aber auf der Veranstaltung waren, nur für die, die hier waren, angeordnet wurde. Das sind wirklich Dinge, die in den Infektionsschutz reingehen, in den Bereich des Gesundheitsamtes. Ich kann diese Frage nicht beantworten, aber ich würde sie ganz gern ausgeräumt haben. Deswegen wäre das vielleicht eine gute Gelegenheit, Herrn Häusler nach vorne zu bitten, der da Licht ins Dunkel bringt, weil nämlich das Zusammenspiel der Gesundheitsämter in Deutschland auch immer den gleichen Regeln folgt, wo welche Person als also statistisch geführt wird und wie zu verfahren ist, wenn Menschen eben in entsprechende häusliche Isolation gegeben wird. Ich kann diese Frage jetzt nicht aus dem Handgelenk beantworten. Wenn jemand nicht mehr zuständig, ich kann sie formal juristisch schon, wenn jemand nicht mehr in unserem Landkreis ist, dann bin ich für den nicht der zuständige Landrat, also kann auch eine Allgemeinverfügung für den aufgrund der fehlenden sachlichen Zuständigkeit juristisch jedenfalls nicht mehr greifen. Aber ob ich möglicherweise das Gesundheitsamt bei spezieller Kenntnis dann mit anderen Gesundheitsämtern noch kommuniziert, wenn Personen persönlich bekannt sind, das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich gucke zu Herrn Häusler und er könnte das wahrscheinlich beantworten. Das wäre auch schön. Ich glaube, es ist im Interesse aller, wenn Sie die Frage beantworten können, Herr Häusler, wäre das ganz schön. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kreistagsmitglieder, aus der fachlichen Sicht, es gibt immer so eine Sicht, die man so strikt nach Gesetz beantworten kann, das hat der Landrat gemacht, die Allgemeinverfügung, die kann natürlich nur auf Einwohner unseres Landkreises wirken und nicht nach außen. Fachlich ist es so zu sehen, wenn ich jetzt eine große Anzahl von Menschen, weil ich einen Verdacht habe, in häusliche Isolation gebe, muss man immer sagen, ist es mir vor allem hier vor Ort wichtig, mir war es hier im Stralsund wichtig, mir war das jetzt nicht so wichtig, wenn jetzt einer nach München abhanden geht, nach Berlin abhanden geht, von denen, die dort mit Teilnehmer waren. Wenn wir die Adressen hatten, haben wir die zuständigen Gesundheitsämter informiert, darüber, was die für einen Kontakt hatten. Alle engen Kontaktpersonen, das muss immer ganz klar sein, die haben wir direkt, die rufe ich jeden, also wir, ich persönlich, Mitarbeiter, rufen die jeden Tag an, haben ständig Kontakt zu denen. Also alle, die wir als Kontaktperson, als enge Kontaktperson oder Kontaktperson 1, ich muss das immer wieder ausräumen, das sind immer Unterschiede. Die wir per Allgemeinverfügung dann gesetzt haben, das waren alles Kontaktpersonen Grad 2, mit denen macht man normalerweise nichts, die lässt man eigentlich laufen. Ja? Die muss man normalerweise nicht in häusliche Isolation geben. Hier war das der Fall so, dass die Lage unübersichtlich war, weil die Positiven, die wir getestet hatten bei einem Screening in so einem Gottesdienst, die hatten wir vorher alle als Kontaktperson 2 identifiziert und die Kontaktpersonen 1, die waren alle negativ, die wir hatten. Und das war der Grund, warum wir da so weit ausgeholt haben. Und da ging es um eine Situation und eine Lage hier in Stralsund. Das ist aber so, es ist ein Unterschied, das ist immer eine Risikobetrachtung. Ich kann niemals ausschließen, dass der eine, der jetzt nach Berlin fährt, eventuell dann doch infiziert ist und das dort weitergibt. Das kann ich nicht. Dieses Risiko besteht. Und das wird auch immer weiter bestehen. Aber hier ging es darum, hier wollten wir auf keinen Fall, dass hier vielleicht noch 3, 4 oder 5 von den vielen, die wir hatten, positiv wären und das hier weitertragen können. Also es geht niemals darum, wir können nicht jedes Risiko komplett ausschließen. Das muss man immer wissen dabei, es geht immer nur um eine Minimierung. Und hier in MV sprechen wir uns natürlich viel enger ab. Da sind die Gesundheitsämter, habe ich alle, wir telefonieren regelmäßig miteinander. Und ich habe dann noch gefragt, ich liefere euch die alle und ihr könnt dann machen, was ihr wollt. Ihr könnt die in häusliche Isolation begeben, wenn ihr da Bedenken habt. Ich würde es wahrscheinlich in meinem Landkreis, wenn ich so einen Fall hätte, wahrscheinlich eher nicht machen. Ist das beantwortet? Erstmal vielen Dank. Wenn es jetzt noch eine Frage an Herrn gibt, die vielleicht noch im Zusammenhang mit der Pandemie steht, dann bitte jetzt, damit der Häusler jetzt nicht Sport machen muss und immer hin und her laufen. Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit. Ist nicht der Fall, dann vielen Dank, Herr Häusler. Weiter alles Gute für Ihre Arbeit. Gibt es weitere Anfragen an den Landrat? Nein, das ist nicht der Fall. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8. Zur Nachbesetzung eines stellvertretenden Mitglieds in den Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung aufgrund der Mandatsniederlegung von Herrn Jonathan Göbel und vorgeschlagen ist dafür jetzt Frau Anne Zabel. Welche Fraktion war das? Hm?
steht jetzt bei mir nicht. Und das ist jetzt nicht so geläufig. Manche begehrt bei dir, wüsste ich es ja. Okay, gibt es dazu Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann bitte ich um Zustimmung. Grünes Kartenzeichen. Vielen Dank. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltung? Auch keine? Eine. So, vielen Dank. Somit Zustimmung. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 9. Da geht es um die Satzung mit der Erhebung von Verwaltungsgebühren im Landkreis Vorpommern-Rügen. Ja, da ist einiges angepasst und durch die zuständigen Ausschüsse gegangen. Gibt es von Ihnen dazu Fragen? Keine? Dann will ich es auch nicht in die Länge ziehen. Dann bitte ich um Zustimmung zur Satzung. Danke. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltungen? Zwei? Bei zwei Stimmenthaltungen Zustimmung. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10. Das ist die Feststellung des Jahresabschlusses 2018. Der Kreistag Vorpommern-Rügen stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss und vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss 2018 des Landkreises Vorpommern-Rügen zum 31. Dezember 2018 vom 20. November 2019 fest. Den Schlussbericht, der liegt an, und auch der Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses von Frau Fölscher. Frau Fölscher, das Wort? Okay, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Kreistagspräsidentin, sehr geehrte Abgeordnete. Auf der heutigen Tagesordnung steht der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018. Dazu liegt Ihnen der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes und der abschließende Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses vor. Die Prüfung des Jahresabschlusses gehört nach dem Kommunalprüfungsgesetz zu den Aufgaben der örtlichen Prüfung. Für die Aufgaben der örtlichen Prüfung ist nach § 1 Absatz 4 Satz 1 des Kommunalprüfungsgesetzes der Rechnungsprüfungsausschuss zuständig. Hierzu bedient er sich aber des Rechnungsprüfungsamtes. Damit hat das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 vorgenommen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich in seinen Sitzungen am 20. Januar zum Stand der Prüfung und am 18. Mai 2020 mit den Inhalten der Prüfung, dem vom Rechnungsprüfungsamt erstellten Schlussbericht sowie der Stellungnahme des Landrates vom 6.2.2020 dazu befasst. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wichtig sind. Ich kann auch dichter rangehen, aber dann fresse ich das auf. Also, der letzte Satz nochmal. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung durch den Kreistag entgegenstehen. Die Beanstandungen aus den Prüfungen der Jahresabschlüsse 2012 bis 2017 führen auch für 2018 zu Einschränkungen. Eine wesentliche Feststellung war, dass auch im Jahr 2018 das Buchungswesen noch nicht vollumfänglich gesichert war. Der Fachdienst Finanzen arbeitete systematisch an der Abarbeitung. Für das Jahr 2019 wurden entsprechende Sicherungsmaßnahmen eingeführt. Bereits bei der Prüfung der Vergaben der Haushaltsjahre 2015 bis 2017 wurden Defizite bei der inhaltlichen und rechtlichen Ausgestaltung der Dienstanweisung für das Vergabewesen festgestellt. In der Stellungnahme des Landrates wurde mitgeteilt, dass zum 1. Januar 2021 eine zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle eingerichtet wird. Im Rahmen des Abstimmungsprozesses steht das Ziel, die Dienstanweisung bis zum 31.12.2020 zu überarbeiten. Der lange Zeitraum von der ersten Beanstandung bis zur Abstellung der aufgezeichneten Mängel wird durch das Rechnungsprüfungsamt und den Rechnungsprüfungsausschuss kritisiert.
Mit diesen Einschränkungen entspricht der Jahresabschluss 2018 den entsprechenden Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern und der Gemeindehaushaltsverordnung DOPIG. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Landkreises. Aus dem Arbeitsmaterial, das dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Verfügung gestellt wurde, konnten die aus der Prüfung resultierenden Veränderungen der Bilanz-, Ergebnis- und Finanzrechnung nachvollzogen werden. Daher hat das Rechnungsprüfungsamt auf der Grundlage seiner Prüfungsfeststellung einen Schlussbericht mit eingeschränktem Bestätigungsvermerk erteilt. Der Rechnungsprüfungsausschuss stimmte auf seiner Sitzung am 18.05.2020 diesem zu. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Kreistag die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und die Entlastung des Landrates für beide Beschlussvorlagen. Vielen Dank. Frau Völschow, gibt es dazu Anfragen oder Bemerkungen? Keine? Dann bitte ich Sie um die Feststellung des Jahresabschlusses, dem Beschlussvorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses zu folgen. Wer damit einverstanden ist, dem bitte ich um das grüne Kartenzeichen. Danke sehr. Gegenstimmen? Und grün ist nicht die Gegenstimme? So, Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltungen? Sehe ich auch keine, somit einstimmig Zustimmung. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Beschlussvorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses für die Entlastung des Landrates für das gleiche Haushaltsjahr 2018, was jetzt natürlich nach der Feststellung des Jahresabschlusses dann folglich so sein soll. Gibt es dazu Bemerkungen, Fragen? Keine? Dann bitte ich um die Entlastung des Landrates für das Jahr 2018. Danke sehr. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltungen? Keine. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch, Herr Landrat. So. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 12. Und da geht es um den Medienentwicklungsplan des Landkreises, der sehr wichtig ist für die Digitalisierung unserer Schulen. Gibt es dazu eine Einführung kurz? Ja. Gut, der Landrat hat das Wort. So entlastet kann man das nicht. Entlastet kann man nicht. Okay, vielen Dank. Es hat in den letzten Wochen in diese Thematik Medienentwicklungsplan ein wenig Aufregung gegeben. Denn es gab in einer Ausschusssitzung, das müsste der Kultur- und Bildungsausschuss gewesen sein, eine Bürgeranfrage, so war sie rechtlich zumindest einzuordnen, von einem Mitglied oder dem Vorsitzenden des Elterngremiums in der Schule, der auch im Kreiselternrat, wenn ich das richtig im Blick habe, aktiv ist. Und es wurde im Rahmen dieser Ausschusssitzung sozusagen als Bürgeranfrage ein Fragenkatalog, ein recht umfangreicher Fragenkatalog vorgelegt. Und die Ausschüsse hatten nur damit zu kämpfen, dass unbeantwortete Fragen aus dieser Bürgerfragestunde, aus diesen Bürgerfragen offen waren und man nicht wusste, wie man sich dazu verhält. Als das Ganze aufgeklärt wurde, hat sich gezeigt, dass dem Elternteil von der Schule eben auch das Angebot gemacht wurde, dass man mit der Verwaltung diese Fragen durchgeht. Das ist dann von Seiten des Betreffenden abgesagt worden, so dass wir als Verwaltung an dieser Stelle uns dort eher nicht in der Verantwortung gesehen haben, dort noch dem weiter intensiv nachzugehen. Nichtsdestotrotz steht natürlich das Angebot, dass wenn die Fragen weitergestellt werden, dass man sie beantwortet. Es hat möglicherweise in den Sitzungen jetzt zu einigen Irritationen geführt, weil die Fragen, die wir jetzt an alle Kreistagsmitglieder versandt haben, ja aber trotzdem in der Welt sind und nun stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um? Ich würde es versuchen, auf eine ganz, ganz kurze Formel zu bringen. Es gibt zwischen der Schule, also dem Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium und dem Landkreis Vorpommern-Rügen, kein Dissens zwischen dem Medienentwicklungsplan und dem Medienentwicklungskonzept der Schule. An einem einzigen Punkt gibt es einen Wunsch der Schule, nämlich, dass man eine technische Lösung anpeilt, bei der alle Schülerinnen und Schüler dann ihr eigenes Gerät mitbringen.
wie man neudeutsch so schön sagt, bring your own device. Das ist aber nachdem, ich habe das heute nochmal mit dem Fachdienstleiter rückgekoppelt, beziehungsweise er mit mir, nach den heutigen Datenschutzgrundsätzen, die in Mecklenburg-Vorpommern und in Deutschland gelten, jedenfalls so nicht möglich. Das heißt, wir könnten so einen Hinweis gar nicht in unser Medienentwicklungsplan mit aufnehmen. Das ist Herrn Racki, dem Schulleiter, auch bekannt. Und das war, denke ich, der Kern dieser Überlegungen, die dort angestellt wurden, ob man noch einen anderen Weg beschreiten könnte. Das geht also zurzeit nicht. Das ist nicht umsetzbar. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist für mich, und deswegen möchte ich auch ganz doll darum werben, dass wir heute einen positiven Beschluss herbeiführen, dass gerade das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium ganz gut aufgestellt ist, was moderne Technologie betrifft, weil da liegt nämlich Glasfaser sozusagen direkt vor der Schule. Und wir sind auch im Land, auch das habe ich mit Herrn Rüdiger heute nochmal so rückgesprochen, auch ganz gut gelistet und vorne mit dabei, auch zeitlich vorne mit dabei, wenn wir dann rechtzeitig mit unserem Medienentwicklungsplan auch fertig werden und diesen Plan dem Land zur Verfügung stellen können. Wenn das jetzt nochmal geschoben werden würde, dann kann es tatsächlich sein, dass wir uns einreihen und eben hinten wieder eingeordnet werden und eben nicht so weit vorne sind, wie wir jetzt sind. Deswegen meine große Bitte, weitere Fragen, wenn ich das jetzt hier eben nicht beantwortet habe, versuche ich natürlich nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten, aber ich werbe sehr darum, dass wir heute dem grundsätzlichen Beschluss hinbekommen, dass wir da weiterkommen. Danke. Vielen Dank. Frau Köster, bitte. Das ist Herr Racki, nicht Herr Rüdiger. Habe ich nicht Herr Racki gesagt? Okay, geklärt. Vielen Dank für den Hinweis. Gibt es weitere Anfragen, Bemerkungen? Sonst ist, glaube ich, klar, Voraussetzung, dass das Geld jetzt auch fließt, ist ein Medienentwicklungsplan, deshalb auch auf dieser Tagesordnung. Ja, wenn es keine Fragen dazu gibt, dann würde ich sagen, wir stimmen darüber ab. Wer dem Beschlussvorschlag so folgen kann, den bitte ich um das grüne Kartenzeichen. Vielen Dank. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltungen? Eine, zwei, drei. Bei drei Stimmenthaltungen einstimmig beschlossen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4. Das ist die Fortschreibung. Ja. Tagesordnungspunkt 13, vierte Fortschreibung des Schulentwicklungsplans des Landkreises Vorpommern-Rügen. Genau. So. Gibt es dazu Fragen? Gut, wir haben die Medienaufnahme, vielleicht kann man es dann sagen. Es geht darum, dass am Standort Mülz eine regionale Schule mit Grundschule errichtet wird. Die Grundschule in Brandshagen zum Ende des Schuljahres 2020/21 geschlossen wird. Ab dem Schuljahr. Ab dem Schuljahr. Danke. 2021/22 besuchen die Schülerinnen und Schüler den Grundschulteil der regionalen Schule mit Grundschule Mülz. Die Grundschule Horst wird zum Ende des Schuljahres 2021 geschlossen. Ab dem Schuljahr 2021/22 besuchen die Schülerinnen und Schüler den Grundschulteil der regionalen Schule mit Grundschule Mülzow. Und die regionale Schule Rheinberg wird zum Ende des Schuljahres 2020/21 geschlossen. Und auch die Schülerinnen und Schüler besuchen dann den regionalen Schulteil der regionalen Schule mit Grundschule in Mülzow. Das ist der Beschlussvorschlag. Wenn es keine Anfragen und Bemerkungen gibt, dann bitte ich auch hier um Zustimmung. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltungen? Eins, zwei. Zwei Stimmenthaltungen. Ich habe zwei hinten gesehen. Zwei Stimmenthaltungen einstimmig. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 14. Da geht es um die Fortsetzung des Jugendförderungsgesetzes, also Kinder- und Jugendförderungsgesetz, was dazu dient, dass das Land uns Mittel gibt und wir die aufstocken und für die Kinder- und Jugendarbeit in unserem Landkreis. In den Haushalt 2021/22 werden für die Erfüllung der Aufgaben
nach § 6 Absatz 1 Kinder- und Jugendförderungsgesetz 500.000 Euro im Jahr eingesetzt. Und zusätzlich zu den in Punkt 1 zu planenden Mitteln im Jahr 2021 einmalig weitere Mittel in Höhe von 39.200 werden eingeplant. Das Land gibt zukünftig 6,43 Euro und wir sind verpflichtet, mindestens das Gleiche zu geben, aber mehr. Also eine gute Sache, die wir jetzt beschließen wollen. Gibt es dazu? Ich gucke die Jugendhilfeausschussvorsitzende an. Alles in Ordnung? Gut. Dann möchte ich auch hier zur Abstimmung bitten, wer dem so zustimmen kann, den bitte ich um grüne Karte. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltungen? Auch keine, dann einstimmig beschlossen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 15. Da geht es um die sechste Änderungssatzung zur Hauptsatzung. Da ging es jetzt nur um einige Richtigstellungen. Also es gibt jetzt keine Veränderungen aus dem Hause heraus, sondern Angleichungen formeller Art, sag ich jetzt mal. Stimmt das? Ja, es geht letztlich um zwei formale Dinge. Eine Klarstellung, was die Aufwandsentschädigung betrifft, aber das haben Sie auch in der entsprechenden Begründung gesehen. Und eine, ja, man könnte vielleicht auch sagen, Klarstellung, was Kompetenzfragen betrifft. Also nichts, was in der Kommunalpolitik zu Nachfragen, üblicherweise zu Nachfragen oder zu Schwingungen oder Unmut führen könnte. Gut, vielen Dank. Dazu Fragen? Keine, dann Abstimmung. Zack. Vielen Dank. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltungen? Auch nicht, dann einstimmig so beschlossen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 16. Das ist die erste Änderung der ersten Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen. Da geht es um die Festlegung des Kreisumlagehebesatzes in Höhe von 41,24% der Kreisumlagegrundlagen. Die Gemeinden wurden beteiligt, wie das vorgeschrieben ist. Das ist jetzt, dann bleibt es bei dem Ergebnis. Herr Landrat kurz. Ja, diese Vorlage ist beschreitet oder steckt einen Weg fort, setzt einen Weg fort, den wir vor einiger Zeit beschritten haben mit den Haushaltsbeschlüssen, nämlich dass man die Kreisumlage, auch wenn es diesen Wort in der Kommunalverfassung nicht gibt, Deckelung, davon ist nirgendwo die Rede, aber alle wissen, was ich meine, es gibt einen Kreistagsbeschluss, dass man die Kreisumlage deckeln will. In Vorbereitung dieser Beschlussvorlage hat es hausintern schon intensive Überlegungen gegeben, welches Signal sendet man denn jetzt eigentlich aus, wenn man weiß, dass man in den nächsten Kreishaushalten finanziell möglicherweise ganz anders dasteht, als man noch vor einem geglaubt hat, dann dastehen wird. Denn wir leben auf jeden Fall in veränderten Zeiten. Allein wenn wir die Beschlussvorlagen angucken, die wir jetzt gleich hoffentlich mit einer entsprechenden Mehrheit auch auf den Weg bringen werden, was die Finanzen betrifft, gehe ich jedenfalls davon aus, dass auch der Landkreis in Größenordnung Einnahmeausfälle haben wird, sodass vieles dafür gesprochen hätte, vor das Gremium zu treten mit einer Beschlussvorlage, die diesen Weg beendet. Aber der Weg ist begonnen worden, man hat eine entsprechende Deckelung beschlossen und momentan wissen wir eben noch nicht. Wir haben alle keine Glaskugel, wie sieht es denn nächstes Jahr wirklich aus? Kommt noch ein Schutzschirm, kommt ein großer, kommt ein kleiner, was macht das alles mit uns? Sodass ich mich dann dazu entschieden habe, dass wir diese Beschlussvorlage so auf den Weg bringen, wie sie sozusagen durch die Grunddrehrichtung des Kreistages, so habe ich es damals verstanden, eben auch ja, auf den Weg gebracht werden muss. So liegt sie Ihnen heute vor. Und so, denke ich, kann man denen dann jetzt auch zustimmen. Gut, also wie gewünscht, so jetzt umgesetzt. Wenn es weiter keinen Gesprächsbedarf gibt, dann möchte ich auch hier um Zustimmung zur Vorlage bitten. Vielen Dank. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltung? Bei 4 Stimmenthaltungen? 5, Entschuldigung. Bei 5 Stimmenthaltungen dann Zustimmung zu dem Beschlussvorschlag. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 17. Da geht es jetzt um die angekündigten
Dringlichkeitsentscheidung des Landrates. Bei der ersten Beschlussvorlage geht es jetzt um die Bewilligung eines überplanmäßigen Betriebskostenzuschusses und dann um einen überplanmäßigen Aufwand, also eine überplanmäßige Auszahlung von 3,3 Millionen als Betriebskostenzuschuss für unseren Verkehrsbetrieb. Ja, dazu läuft in den Ausschuss noch was? Nein, ist nicht der Bedarf. Ich glaube, alle wissen, Corona-bedingt gibt es eben massive Ausfälle in unserem Verkehrsbetrieb, der jetzt diese Mittel notwendig macht, dass sie zur Verfügung gestellt werden. Ein Teil, haben wir schon gehört, soll dem öffentlichen Personennahverkehr, soll es Geld geben, in welcher Höhe, wie, ist alles noch nicht so klar. Aber erstmal ist es wichtig, dass unser Verkehrsbetrieb weiter betriebsfähig ist, arbeitsfähig. So, Fragen dazu? Keine? Dann bitte ich um Zustimmung. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltungen? 6, 7. Bei 7 Stimmenthaltungen. So, zugestimmt. Wir kommen zur Genehmigung, also zum Tagesordnungspunkt 18. Da geht es um die Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen des Landrates vom 26. März und 29. April sowie weitere außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr in Höhe von insgesamt 1,8 Millionen, die für Schutzausrüstung und weitere Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Pandemie in Verbindung stehen. Der Landrat hat sich dazu schon geäußert. Gibt es dazu Anfragen? Redebedarf, Herr Hermann? Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, bisher hatten ja alle nur Lob und Beifall für das Verwaltungshandeln übrig. Ich sehe das ein wenig kritischer. Und meine Aufgabe als Mitglied dieses Kreistages ist es, das auch öffentlich anzusprechen. So möchte ich aus der Niederschrift der Kreistagssitzung vom 24. Februar 2020 zitieren. Dort steht auf Seite 6, der Landkreis Vorpommern-Rügen gehe davon aus, dass er gut vorbereitet sei. Nun möchte ich drei Sätze aus der Dringlichkeitsentscheidung des Landrates vom 26. März 2020 zitieren. Da ist es zum einen, die Bedarfsermittlung bei den medizinischen Versorgungseinrichtungen einschließlich des ambulanten Bereichs hat einen dringenden Bedarf an Schutzausrüstungen ergeben. Weiter heißt es, die Situation ist als so prekär einzustufen, dass der Landkreis umgehend handeln muss. Also ein Monat nachdem angeblich ja alles gut war, war dann auf einmal alles so prekär und ein so dringender Bedarf gab es, dass umgehend gehandelt werden musste. Weiterhin heißt es, und jetzt zitiere ich den letzten Satz aus dieser Vorlage, die Corona-Krise und deren Auswirkungen und erforderlichen Maßnahmen sind unabweisbar und unvorhergesehen. Und das ist schlichtweg eine Falschbehauptung. Fast alle, oder ich will mal sagen alle, haben mitbekommen, dass am 23. Januar 2020 die chinesische 11-Millionen-Metropole Wuhan unter Quarantäne gestellt wurde. Der chinesische Staat trifft nicht eine so weitreichende Entscheidung aus Jux und Dollerei. Jeder, der auch nur ein bisschen politisches Verständnis hat, hätte spätestens am 23. Januar, also zwei Monate vor der Dringlichkeitsentscheidung, reagieren müssen. Es hätten alle Alarmglocken klingeln müssen und man hätte spätestens am 23. Januar dafür sorgen müssen, dass solche Szenarien wie die Unterquarantänestellung einer kompletten Stadt auch in Deutschland eintreten könnte. Als letztes zitiere ich
einen Satz aus der Beschlussvorlage des Fachdienstes Finanzen vom 4. Juni 2020. Und als ich das gelesen habe, dachte ich allen Ernstes, dass das nicht wahr sein kann. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand wird von Verkaufserlösen in Höhe von 1,7 Millionen Euro ausgegangen. Wenn ich das also jetzt richtig interpretiere, dann möchte man also die Schutzausstattung, die eine Zeit lang beinahe gegen Gold aufgewogen wurde, jetzt verscherbeln zu einem Zeitpunkt, wo man überhaupt nicht weiß, welche Szenarien noch eintreten können. Will man wieder nicht aus der Geschichte sozusagen, aus der jüngeren Geschichte lernen? Ich habe die Bilder aus Wuhan mir mehrfach angeschaut. Der eine oder andere wird es wissen. In der letzten Maihälfte wurde die komplette Einwohnerschaft, 11 Millionen Einwohner, getestet. Kann der Landrat das ausschließen, dass das auch hier für diesen Landkreis zutrifft? Wo will man dann auf einmal die ganze Schutzausstattung, die Ausrüstung des medizinischen Personals hernehmen? Und um das jetzt hier abzuschließen, möchte ich den Landrat bitten, hierzu also mal Stellung zu beziehen, ob und wenn ja, wann Schutzausrüstung verkauft wurde und ob sich der Landrat als Hauptverwaltungsbeamter vorstellen könnte, das sozusagen bis zu dem Zeitpunkt hinauszuschieben, bis es einen Impfstoff gegen den Coronavirus gibt. Gut. Ich möchte das Ganze jetzt nicht falsch verstanden wissen, aber ich denke, es wird auch künftige Ereignisse geben, wenn irgendwo auf der Welt eine Stadt etwas erleidet. Das ist nicht gleich bedeutet, dass ein Landrat einen halben Erdumfang weiter dann entsprechende Schutzausrüstung kauft. Und wenn Sie jetzt auf eine Protokollstelle abstellen im Februar, ich würde das jederzeit wiederholen. Ich kann mich jetzt nicht genau an die Sitzungssituation erinnern, aber es sollte mich wundern, wenn mit dieser Aussage nicht gemeint ist, dass man als Landkreis Vorpommern-Rügen schon registriert, was weltweit passiert und dass man, was das grundsätzliche Aufstellen von Strukturen betrifft, eben Stabsstrukturen, ich habe heute dazu etwas ausgeführt, dass man sich an dieser Stelle gewappnet sieht, auch mit solchen schwierigen Situationen fertig zu werden. Übrigens, mich überrascht es fast, dass es uns erspart bleibt, parallel zu Corona auch die afrikanische Schweinepest auch noch mit zu haben. Es gibt eine Einladung des Landwirtschaftsministers zu einem Termin, der in den nächsten Tagen irgendwann stattfindet. Das müssen wir auch im Blick behalten. Und die ist seit Monaten irgendwo im Schwange. Und wir werden möglicherweise feststellen, wenn dann die afrikanische Schweinepest, was ich nicht hoffen will, dass überhaupt mal in unsere Nähe kommt, aber so richtig wahrscheinlich, dass wir da komplett dran vorbeischrammen, ist das nicht. Wir werden dann feststellen, dass man vor 5 Monaten sicherlich, wenn man vorher schon gewusst hätte, was passiert, was viel besser hätte machen können. Das wird immer wieder so sein, deswegen verwahre ich mich einfach dagegen, das hier so hinzustellen, als ob das irgendwas ganz Verrücktes, was ganz Eigenartiges ist. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, wir verkaufen Schutzausrüstung, so hört sich das an. Erstmal vielleicht für alle zur Beruhigung. Wir haben bei uns die Regel eingeführt, dass wir jetzt für einen Monat, ich gucke zu Herrn Zimmermann rüber, das haben wir jedenfalls in den letzten Sitzungen so gesagt, ich glaube nicht, dass es da einen neuen Kurs gibt, dass wir für einen Monat vorbereitet sein wollen, ohne dass wir weitere Beschaffung vornehmen müssen. Also das ist der Kurs, den wir haben. Wenn jetzt doch nochmal was kommt, eine zweite Welle, dann bei den geschätzten Bedarfen, die man dann haben würde, würden wir einen Monat erstmal weiterkommen, ohne dass wir zusätzliche Kontingente ordern müssen. Und dieses, was jetzt so ein bisschen als Kuriosum erscheint oder als ob wir gar im Gesundheitsbedarf einen eigenen Handel aufmachen wollen, das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass das Land, nachdem es ursprünglich in den ersten Tagen der Pandemie gesagt hat, wir beschaffen erstmal, das habe ich ja auch, weil wir brauchen es, dann hat das Land nach einigen Tagen gesagt, naja, ihr müsst aber schon, liebe Kreise, wenn ihr das weitergebt, denjenigen, die es auch so kaufen müssten, dann irgendwo auch kostenmäßig, also diese Kosten umlegen. Ich kann das ein Stück weit verstehen. Das ist auch angesprochen in der Beschlussvorlage, ob wir dann die Mittel, die dort theoretisch erlösbar sind, auch entsprechend erlösen können. Das werden wir dann gemeinsam sehen. Aber das ist der ganze Hintergrund dazu. Das entscheide nicht ich, sondern das Land. Aber ich halte das auch für nicht völlig... Nein, nur für die
unvernünftig, sondern für einen nachvollziehbaren Weg, weil die Einrichtungen, die ja angesprochen sind, hätten ja auch in eigener Verantwortung sich auch entsprechendes Material beschaffen müssen. Und sie konnten darauf vertrauen, dass staatliche Stellen, das Land, der Bund natürlich auch eben, aber eben unser Landkreis auch sich nicht einen starken Fuß macht und sagt, ach wer weiß, ist mit Risiko behaftet, macht man sich jetzt halber nicht. Wir haben gemacht und vielen haben wir damit auch geholfen, aber das Kostenrisiko hätten die Bedarfsträger auch so getragen und so wird es eben ein Stück weit über den Landkreis übertragen. Das Kostenrisiko meine ich jetzt, nicht eine Infektion. Weitere Bemerkungen, Anfragen? Herr Herrmann? Die Frage ist noch nicht beantwortet worden. Ich habe gefragt, ob und wenn ja, wann Schutzausrüstung verkauft wurde. Das habe ich Sie gefragt, Herr Landrat. Wir haben ohnehin keine Schutzausrüstung. Also, Herrmann, ich weiß nicht, wie Sie welche Vokabeln verwenden. Also, Schutzausrüstung verkaufen, das ist ja so, als ob wir damit einen Handel betreiben. Das Land hat uns juristisch, da sind wir doch gerade im Verhandeln mit dem Land, wie wir das überhaupt benennen. Wer legt am Ende die Rechnung? Legt das, also legen wir die Rechnung oder übermitteln wir eine Rechnung für das Land, die uns das zur Verfügung gestellt hat? Haben wir das Eigentum daran bekommen und dann müssen wir die Rechnung an die dritte Person stellen? Das ist gegenwärtig noch unklar, das ist noch in Verhandlung. Das kann ich einfach noch nicht beantworten. Aber so wie der Tonfall, der da reinkommt, ob wir irgendwas verkauft haben oder sowas, also das kann ich Ihnen ganz klar verneinen, auch wenn dann möglicherweise noch Geld fließt. Aber wir handeln nicht mit so einem Material. Zum letzten Mal. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Landrat Dr. Kehrt, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich habe nichts dagegen, grundsätzlich nichts dagegen, wenn der Landkreis Material, was nicht mehr benötigt wird, verkauft. Das ist ein ganz normaler Vorgang, das machen andere Gebietskörperschaften auch, ob Land oder Bund, da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran. Es geht mir jetzt schlicht und ergreifend darum, dass wir jetzt nicht Schutzausrüstung verkaufen, und dann in vielleicht einem halben Jahr wieder dringend benötigen. Deswegen möchte ich diesbezüglich da eine klare Aussage von ihm haben. Ansonsten möchte ich hier nämlich einen Dringlichkeitsantrag stellen, dass diese Schutzausrüstung, die wir vielleicht in einem halben Jahr dringend benötigen, nicht verkauft wird. Darum geht es mir, dass wir halt sozusagen auf einen eventuellen Rückschlag, den es ja in Wuhan bekanntlich gegeben hat, nachdem die komplette Quarantäne zum 8. April diesen Jahres aufgehoben wurde, hat man am 13. Mai damit begonnen, alle Einwohner zu testen. Das kann hier auch alles kommen. Und es geht mir schlicht und ergreifend darum, dass wir hier nicht wieder in eine Gefahr reinschlittern und dann wieder vor der Situation stehen, dass wir kein Material haben. Die Frage ist, glaube ich, verstanden worden. Ich glaube, dass die Frage so gemeint sein könne, darauf bin ich nicht gekommen, weil ich gesagt hatte, dass wir für einen Monat das entsprechende Material vorhalten. Man kann auch sagen, man hält es für einen Monat, nicht, dass ich mich falsch ausdrücke, also der Bedarf für einen Monat und nicht, dass wir in einem Monat die Lager wieder leer wollen. Wir halten den Bedarf für einen Monat vor. Übrigens wird auch in Mecklenburg-Vorpommern durchaus mehr getestet, weil das gerade noch mal zur Sprache kam, Wuhan wurde getestet und der große Aufschrei war da. Wir kriegen in regelmäßigen Abständen, meine zweimal in der Woche, auch die Mitteilung vom Land, was an anderen Orten bei den Tests dort gefunden wurde. Und es bestätigt sich jede Woche neu, dass es in unserem Bundesland jedenfalls und vermutlich auch in anderen Teilen von Deutschlands keine dunkle oder unerkannte Durchseuchung der Bevölkerung gibt. Mich überrascht das auch ein bisschen, wie wenig dort gefunden wird. Der Herr Häusler kennt die Zahlen natürlich auswendig, aber das geht wirklich im 0% und 0,01% Bereich, wenn da mal einer rausgefischt wird. Also das, was in China jetzt möglicherweise gerade entdeckt wird, das gibt es bei uns jedenfalls in dieser Zeit nicht zu entdecken. Aber nochmal ganz klar, wir halten Material vor, dass wir einen Monat lang Vorräte haben, um bei einem entsprechenden wieder Ausbruch gewappnet zu sein. Ich möchte zu diesem Verkaufen, Frau Präsidentin, möchte ich jetzt gar nicht mehr sagen. Ich meine, ich habe alles gesagt. Okay, gut. Weitere Anfragen? Ich sehe, es ist nicht der Fall. Dann bitte ich jetzt um Zustimmung zur Dringlichkeitsentscheidung. Danke sehr. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltungen? 5 Stimmenthaltungen. 6? Okay, 6 Stimmenthaltungen. Vielen Dank. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 19. Es geht um die Vorschlagsliste für die Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter am Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern für
für die Wahlperiode 2020-2025. Die Wahlvorschläge liegen Ihnen vor. Gibt es von Ihnen Bemerkungen? Keine? Dann bitte ich Sie um Zustimmung zur Vorschlagsliste. Herzlichen Dank. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltungen? Eine Stimmenthaltung. Wir kommen. Was? Auch eine Stimmenthaltung? Zwei Stimmenthaltungen. Okay, vielen Dank. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 20. Da geht es um die Vorschlagsliste für die Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter am Verwaltungsgericht Greifswald, auch für die Wahlperiode 2020 bis 2025. Ihnen liegt auch hier die Vorschlagsliste vor. Da Fragen, Bemerkungen? Keine? Dann bitte ich auch hier um das grüne Kartenzeichen. Danke sehr. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltungen? 1, 2, 3, 4. Bei 4 Stimmenthaltungen. So, zugestimmt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 21. Eine Gemeinde wächst und damit auch der Landkreis in Kommunalisierung einer gemeinfreien Wasserfläche. Ich denke, das ist was Gutes und erübrigt sich. Nee, das ist nicht die Nachbarschaft. So. Wer hat Fragen, Bemerkungen? Keiner? Dann bitte ich auch hier um Zustimmung. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltungen. Bei einer Stimmenthaltung auch hier Zustimmung. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 22. Das ist der Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen und. Okay, ich dachte jetzt was jetzt, ne? Und der Bürgerverrügen, das geht um die Mittagsversorgung der Buttmittelauszahlung eines einmaligen Pauschalbetrags an berechtigte Leistungsempfängerinnen. Frau Kittler, das Wort. Auf die große Bühne. Ja, sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrtes Präsidium, liebe Mitglieder des Kreistages, liebe Gäste. Sie gehen auf die Internetseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und geben den Begriff Bildung und Teilhabe ein. Ein buntes Bild mit einem lächelnden Mädchen, dazu im Hintergrund eine Schultafel und bunte Stifte sind zu sehen. Und dazu der Text, ich zitiere, für Eltern, die auf Unterstützungsleistungen angewiesen sind, ist es oft nicht leicht, ihren Kindern die gleichen Möglichkeiten in der Freizeit oder in der Schule zu bieten, wie Kindern aus Familien mit höheren Einkommen. Doch haben auch bedürftige Kinder und Jugendliche einen Anspruch darauf, bei Tagesausflügen und am gemeinsamen Mittagessen in Schule und Kita Musik, Sport und Spiel in Vereinen und Gruppen mitmachen zu dürfen. Hier helfen die Bildungs- und Teilhabeleistungen. Davon können bis zu 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche profitieren. Dazu kam im August 2019 mit dem starken Familiengesetz eine Ergänzung und Stärkung. Ich benutze jetzt mal den Begriff BUT. So hat es sich eingeprägt. Wir sagen nicht mehr zu Bildung und Teilhabe, das ist ganz schön lang. Nach Anlaufschwierigkeiten seit 2014 konnte mit BUT vielen Kindern und damit auch ihren Familien geholfen werden. Und ich betone hier noch einmal die Zielgruppe Kinder. Natürlich gibt es die Diskussion, was ist ausreichend, was ist mit Bildungsgleichheit, was ist mit Kinderarmut. Und vielleicht ist es mit BUT nicht ganz gelungen, ein Instrument zu finden, aber zumindest mindert es ab. Und ich würde gerne irgendwann nochmal mit Ihnen in die Diskussion gehen, ob es da nicht noch mehr gäbe, noch mehr möglich wäre. Aber jetzt kommen wir in eine Situation, die wir jetzt hier schon ein paar Mal beschrieben und das Wort Corona ist ja in aller Munde, dass ab 16.03. sozusagen die Schotten fielen. Das ist ja hier in Norddeutschland durchaus ein Begriff, womit vielleicht keiner doch so gerechnet hat. Einrichtungen haben geschlossen, Schulen machten dicht. Und es begann eine Notfallbetreuung für Eltern mit dem schönen Wort systemrelevanten Berufen. Viele Einrichtungen haben wirklich ganze Kleinstgruppen betreut. Teilweise haben Caterer, Essenversorger sogar die Essenversorgung für diese Einrichtungen abgesagt. Auch da mussten sich Kitas nochmal neu erfinden. Und viele Kinder mussten zu Hause bleiben und gerade auch die Kinder, von denen Familien ich gerade gesprochen habe.
Dann muss ich dazu sagen, fand ich, haben sich einige Caterer wirklich auf den Weg gemacht und haben einen Abholservice eingerichtet, dass also auch Kinder, die den Wutanspruch hatten, sich Essen holen konnten. Das finde ich, und das muss man ja auch unbedingt positiv bewerten und auch nochmal unterstreichen. Aber trotzdem, den größten Teil der wutrelevanten Leistungsempfänger blieben draußen. Hier stemmten Familien mit einem sowieso schon knappen Budget auch noch eine Versorgung, die ihnen sonst finanziell abgenommen wurde. Manchmal gibt es diese Diskussion und diese pauschalen Verurteilungen, dass in diesen Familien Geld für viele andere Dinge ausgegeben wird. Ich sage nur Alkohol und Zigaretten. Ich möchte mich dagegen wehren. Und ich finde, das ist eine Unterstellung, denn ich glaube, es ist in diesen Zeiten auch in diesen Familien ganz viel geleistet worden. Also Fakt ist, es ist Geld eingestellt worden in dem Haushalt des Landkreises für diese BUT-Anträge. Es ist nicht ausgegeben worden, weil keine Leistung erbracht worden ist. Und die Frage ist natürlich, was passiert mit dem Geld? Und daher möchte ich diesen Antrag, den wir gestellt haben, ändern in einen Prüfantrag. Das ist mir jetzt auch nochmal wichtig für das Präsidium. Der Landrat möchte die Möglichkeit prüfen, berechtigte Leistungsempfängerinnen einen Pauschalbetrag in Höhe von 50 Euro, sofern Betroffene aufgrund von Corona-bedingten Einschränkungen nicht an der Mittagsversorgung teilnehmen konnten, auszuzahlen. Angesichts der vielen Rettungsschirme, die wir aufspannen, für viele andere wichtige Punkte finde ich es ganz wichtig, an dieser Stelle die Bedürftigen unserer Gesellschaft nicht zu vergessen. Es geht um unsere Kinder und da bitte ich Sie, setzen Sie ein Zeichen und stimmen diesem Antrag zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kinter. Weitere Wortmeldungen? Ich sehe keine. Gut, dann ist der Antrag umgewandelt, ein Prüfantrag, dass der Landrat prüfen möge. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, ich kann gut damit leben, wenn es ein Prüfauftrag ist, ob es möglich ist, 50 Euro auszuzahlen. Ich bitte darum, aber weiterhin zu prüfen, ob es dann auch sichergestellt werden kann, dass diese 50 Euro dann nicht auf die Leistung angerechnet wird. Denn wir haben nichts damit gewonnen, wenn wir jetzt hier beschließen oder rauskommen, die 50 Euro sind möglich, aber dann im Nachhinein die 50 Euro angerechnet werden. Also bitte den Prüfauftrag erweitern. Hat sie. Ja, die Leistung. Die Leistung nach dem SGB II. War ja Verpflegung, heißt ja Gemeinschaftsverpflegung, die ist ja nicht gewährleistet. Na, also bitte den Prüfauftrag erweitern, dass dafür Sorge getragen wird, dass die 50 Euro nicht angerechnet werden auf die Leistung nach dem SGB II. Gut, Frau Kindler kann mit der Ergänzung leben oder die Fraktion, die entsprechende Fraktion, ja. Also ist jetzt hier aufgerufen, den Antrag zu prüfen, inwieweit es möglich ist, diese 50 Euro pro Kind auszuzahlen und dazu auch zu prüfen, dass, wenn ausgezahlt wird, das nicht auf den Leistungsanspruch aus dem SGB II angerechnet wird. Gut, dann bitte ich um Abstimmung zu dem Antrag. Wer dem so folgen möchte, den bitte ich ums Kartenzeichen. Danke sehr. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltungen? 5, 6 Stimmenthaltungen. Gut, vielen Dank. Ordnungspunkt 23. Antrag der Kreistagsfraktionen der CDU und SPD und, nein, erstmal der Grundantrag, genau. Königslinie wiederbeleben und erhalten, Wirtschaft vor Ort stärken. Ihnen liegt dazu ein Änderungsantrag der Kreistagsfraktion Bürger für Vorpommern-Rügen, Freie Wähler vor. Genau. Der nochmal, genau, das etwas eingrenzt, dass es da insbesondere um die Königslinie geht, im Ursprung, wie sie, ja, wie wir sie kennen, sage ich jetzt mal.
So, Einreicher gibt es. Wer? Wer möchte das Wort? Achso, bitteschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass ich diesen Antrag hier vorstellen darf. Ich komme ja aus Sassnitz und habe da sukzessive mitbekommen, wie die Stenerlein das Geschäft zurückgefahren hat über die Jahre und auch mit dem Betriebsrat dort viele Worte geführt, die an ihnen sagen, also mehr bestätigt haben, dass sie also Kapazitäten einfach verschoben wurden nach Rostock, andere Regionen. Und das Angebot wurde in der Tat mit einer Abfahrt pro Tag kann man natürlich keine Tagestouristen anlocken. Wenn die einen Tag rüberfahren, nächsten Tag es wieder zurückfahren können, das ist nicht interessant. Aber das war die Politik der Stena Line über lange Jahre und hat nun unter Corona letztendlich ein Ende gefunden. Das muss man mal so deutlich sagen. Und ich möchte noch was sagen. Als dann die letzte Fahrt im Mai war, ich weiß nicht, wer von Ihnen in Sassnitz war, da war der Hafen, die Brücke zum Hafen waren voll von Menschen, die gesagt haben, die es bedauert haben, dass diese Fähre eingestellt wird. Und es gibt eine Seite in Sassnitz, Internetseite, SAS heißt die, für die ich jetzt nicht Werbung machen, aber die haben eben das Foto gefilmt und es sind 45.000 Klicks, nicht nur aus Sassnitz, oder so viel haben wir gar nicht, so viele Einwohner, es sind 45.000 Klicks oder Leute, die sich das angeschaut haben, auf diese Seite gegangen, aus ganz Deutschland, im Prinzip aus ganz Europa. Das zeigt, diese Königslinie ist ein Markenprodukt. Eigentlich kann man sogar ein Prämienprodukt. Und es wäre eine Schande, wenn man die so einfach untergehen lässt. Und deswegen ist diese Wiederinbetriebnahme ja ganz, ganz wichtig. Und wir sollten jetzt diese Chance nutzen, damit das Wirtschaftsdrehkreuz von Nord nach Süd, von West nach Ost oder Ost und West, dass das hier wieder ausgebaut wird. Nämlich indem das logistische Schienennetz der Deutschen Bahn endlich mal wieder genutzt wird. Deswegen ist das ein Antrag, der genau dahin abzielt. Wir brauchen also interessante Angebote an die Wirtschaft, an die Logistik und häufigere Abfahrten. Und wenn uns das gelingt mit diesem Antrag, dann sollte es auch gelingen mit der Königslinie. Also bitte, unterstützen Sie den Antrag, damit wir so einen richtigen Push kriegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Gemeldet hatte sich jetzt, glaube ich, Herr Quarkmann. Weitere Wortmeldung? Werte Herr Kuhn, würde ich mal persönlich ansprechen, werte Kreistagsmitgliederinnen und werte Kreistagsmitglieder. Unsere Fraktion Die Linke in diesem Kreistag ist von vielen Einwohnerinnen und Einwohnern selbstverständlich, wie Sie vielleicht auch, angesprochen worden. Was passiert hier? Wieso kann ein Wirtschaftsunternehmen, die Stena Line, ein familiengeführter Betrieb aus Göteborg in Schweden, wieso kann die Corona-bedingt jetzt einfach sagen, denn schaffen wir eine gesamte historische Fährlinie, die 111 Jahre bestanden hat, einfach mit einem Handstrich ab und es ist uns egal, was passiert mit dem kürzesten Seeweg, was passiert mit Arbeiterinnen und Arbeitern und was ganz, ganz wichtig ist, was passiert mit den Seeleuten. Diese Dinge haben wir in vielen Diskussionsrunden auch besprochen. Wir sind immer zu einem Punkt gekommen, das System. Das System ist ein falsches System. Und in einer Art und Weise freue ich mich, dass wir heute hier diesen Antrag vorliegen haben. Ich wundere mich aber dann im gleichen Atemzug, welche Punkte wir dann heute hier mittragen sollen. Weil es ist löblich, dass wir hier ein politisches Achtungszeichen setzen zur Landesregierung und zur Bundesregierung, bis hin, ich würde sogar erweitern, bis zur EU, weil wenn wir uns über Klimaschutz, über Umwelt unterhalten, dann sollte man sich auch über kurze Seeverbindungen und Alternativrouten zu kürzeren Flugreisen wie Eisenbahn oder Fährverbindungen unterhalten.
Was ich nicht so mittragen kann, ist der zweite Punkt, der die Landes- und Bundesregierung auffordert, eine bessere Bahnverbindung oder eine bessere Bahnanbindung zu schaffen. Wir haben eine gute Bahnanbindung. Was wir nicht haben, ist die Deutsche Bahn, die bereit ist, in der Folge überhaupt Züge laufen zu lassen zur Insel Rügen. Weil das ist der Knackpunkt. Herr Benedikt als Sassnitzer hat es angesprochen. Seit 2014 hat die Deutsche Bahn entschieden, ihre gesamten Bahnzüge, die nach Skandinavien über die Fähre laufen sollen, über den Hafen Rostock zu fahren. Der lange Straßenbau, die Querelen mit dem Ausbau der B96 haben selbstverständlich auch nicht dazu beigetragen, dass sich Logistikunternehmen in ihren Phasen mit dem Hafen Ukraine beschäftigt haben. Das sind die Aufgaben, die wir hier politisch erleben können, und das sind die Aufgaben, die wir heute hier auch gerne in die große Politik hineintragen sollen. Was sehr kontraproduktiv sein könnte, ist, dass wir hier eingreifen, dass wir, so wie von der Staatskanzlei, so wie von Herrn Dahlemann hineingetragen wurde, mit Zahlen operiert wird, wo selbstverständlich Reedereien dann aufspringen. Und ich kann Ihnen ein praktisches Beispiel sagen. Die Stadt Sassnitz hat mit vier Reedereien gesprochen, und die erste Antwort, die die Reederei uns gegeben hat: Wie viel Geld bringt ihr denn mit, damit wir dort bei uns fahren? Also ich möchte einfach nochmal anmahnen, dass wir hier bitte nicht in die Wirtschaft eingreifen sollen. Danke. Vielen Dank. Als nächster Herr Nordin, dann Herr Löttke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Mitglieder und des Kreistages. Ja, vieles hatte mein Vorredner jetzt auch schon ein bisschen angesprochen von dem, was ich sagen wollte. Die Linie, die Königslinie, die ist ja nicht erst durch Corona tot gemacht worden, die ist schon in den Jahren davor zugrunde gerichtet worden. Und hier muss ich jetzt einmal sagen, wer war denn dort in der Verantwortung? Wer saß denn in der Landesregierung? Und wer saß in der Bundesregierung? Und wer saß auch hier im Kreistag? Hier wollen sich doch jetzt Lokalpolitiker von den Parteien CDU und SPD, ich habe das Gefühl, sie wollen sich reinwaschen. Und ich würde auch, wenn es nicht so ein ernstes Thema wäre, würde ich fast sagen, es ist ein bisschen lustig. Natürlich wollen wir alle diese Königslinie erhalten und wieder haben. Aber wir müssen doch auch mal fragen, wie ist es dazu gekommen? Und mein Vorredner hat es angesprochen, ein wichtiger Punkt war die Straße, Ralswiek-Baustelle. 3 Jahre für 2,8 Kilometer. Und was wurde getan? Auf Landesregierungsebene wurde nichts getan. Da muss ich jetzt auch mal ansprechen, es gibt dort eine Person im Straßenbau am Stralsund, der schaltet und waltet auf Rügen, wie er will, das ist der Herr Ralf Sendrowski. Und der sitzt da so fest im Sattel scheinbar und niemand macht etwas. Und wenn Sie, ist doch natürlich auch klar, dass die Logistikunternehmen in diesen 3 Jahren umgebucht haben nach Rostock. Weil fahren Sie mal mit einem 40-Tonner von Bergen über Kaiseritz, diese enge Alleenstraße lang mit Leitplanken, das fahren Sie einmal und dann sagen Sie Ihren Bucher dort, nächstes Mal buchst du mich über Rostock. Und in den 3 Jahren haben wir den ganzen Fährverkehr verloren. Und es war vorher schon alles natürlich die Zahlen, die Fähren runtergefahren. Aber in den 3 Jahren haben wir, denke ich mal, wirklich den Fernverkehr verloren. Und dort ist es wirklich, das war der Todesstoß. Das muss man hier mal sagen. Und da kann ich eben auch nur an unsere Lokalpolitiker appellieren. Macht Parteiarbeit, geht zu euren Landtagsabgeordneten, geht zu euren Bundestagsabgeordneten. Und die sitzen an den Hebeln, die können dort was bewirken. Danke. Okay. Ja, Leitker hat das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, da wir als Fraktion nun keinen Bundestagsabgeordneten stellen und keinen Landtagsabgeordneten stellen, dachten wir, dass es trotzdem richtig ist, wenn sich auch Kommunalpolitik und das hier im Kreistag klar für diese Königslinie
positioniert. Wir bewegen uns mit unserem Änderungsantrag schon sehr nah am Ursprungsantrag. Wir hatten einen eigenen Antrag gestellt, den haben wir zurückgezogen, als denn ein wichtiger Landespolitiker, unser Staatssekretär, denn parlamentarischer Staatssekretär Dahnemann, erklärte, Problem ist gelöst, wir haben eine neue Linie. Mittlerweile habe ich erfahren, so klar ist das ja alles nicht. Und außerdem, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat das eigentlich nichts, aber auch gar nichts mit der Königslinie zu tun. Mit einer Linie, die eine große Tradition hat. Und ich habe mir die Bilder angeguckt, als diese Linie das letzte Mal auslief, mit wie viel Herzblut dort Menschen aus Sassnitz, aber nicht nur Menschen aus Sassnitz, sondern auch aus unserer ganzen Region dieses verfolgt haben. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir uns ganz einfach wirklich für diese Königslinie einsetzen. Mit all dem, was sie ausmacht, gerade in Zeiten des Klimaschutzes, geht es wirklich darum, Herr Bürgermeister, Sie haben recht, Alternativen zu finden zu anderen Verkehrslösungen. Und da kann es nicht sein, dass so etwas verloren geht. Und insofern, ja, der Ursprungsantrag ist gut. Nein, ich glaube, das, was Herr Dahnemann dort vorgeschlagen hat, ist nicht die Lösung, sondern vielleicht maximal ein erster Schritt. Und ich hoffe, Sie bekommen nicht recht, dass es dann am Ende noch schadet. Aber wir sind der Auffassung, wir müssen uns hier im Kreistag und jeder entsprechend seiner Möglichkeiten für die Wiederbelebung der Königslinie aussprechen, weil die Region sie braucht, weil wir sie für die wirtschaftliche Entwicklung brauchen und weil sie eine wichtige Verkehrsverbindung seit vielen Jahren darstellt, die für die Region von größter wirtschaftlicher Bedeutung ist. Deswegen haben wir einen Änderungsantrag, der eigentlich nochmal ganz klar sagt, wir sind für die Königslinie, wir sind für den Erhalt der Königslinie und so wollen wir es auch verfolgen und so sollten wir es gemeinsam verfolgen. Das ist Sinn dieses Änderungsantrages. Ich sage mal eins, es geht hier um eine Fährlinie, die gleichzeitig auch eine Bahnlinie darstellen kann. Ob das nun zwingend an dem Standort sein muss, wo es bisher war, auf der schwedischen Seite, kann ich nicht sagen. Das ist wirklich der weiteren Prüfung zu überlassen und sicherlich sollte man hier auch nicht privaten Unternehmen reinreden, sondern ganz einfach politische Rahmenbedingungen schaffen, dass diese Königslinie wiederbelebt wird. Vielen Dank. Gut, vielen Dank, Herr Löttke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Niehaus. Sorry, habe ich nicht gleich gesehen. Ja, sehr geehrtes Präsidium, meine Damen und Herren, nochmal aufgreifen. Herr Scheuer hat sich ja dafür ausgesprochen und dafür insofern einen Appell wirklich an die Regierung in Berlin, dass eben Bahnlinien im Güterverkehr noch viel weiter verstärkt werden sollen. Das ist ja eigentlich für uns eigentlich nur den Ball aufzunehmen und Herrn Scheuer daran zu erinnern, was er verkündet hat, um die Königslinie möglicherweise dann auch wieder als Königslinie aufzunehmen und nicht sozusagen eine reine Passagierlösung. Als zweiten Punkt möchte ich noch sagen, wir haben am 21. April eine Anfrage zu der Königslinie gesendet, als Anfrage an den Landkreis. Da ist bis heute die Antwort der Landkreis schuldig geblieben. Das finden wir sehr bedauerlich. Dann hätten wir inhaltlich da auch ein bisschen mehr erfahren. Dankeschön. Okay, der Landrat möchte noch was sagen. Gibt es weitere Wortmeldungen von Ihnen? Ich sehe das nicht der Fall. Dann kurz der Landrat. Und ja, meine Damen und Herren, zu der Anfrage der Fraktion Die Grünen möchte ich an dieser Stelle nur sagen, dass im Hintergrund seit Monaten nur noch schon Gespräche laufen, in die ich auch teilweise mit eingebunden bin, die sehr vertraulich sind, die mit möglichen Interessenten
auch schon stattfinden. Und in Abstimmung ist auch mit dem Land, selbstverständlich. Und natürlich mit der Stadt als Hauptgesellschafterin des Hafens in Mukran, die mich ein wenig haben zurückzucken lassen, auf die Fragen in dieser Breite zu antworten. Und übrigens sind da auch Fragen drin, die ich nicht beantworten kann, weil ich diese Information gar nicht habe. Aber die Antwort kommt natürlich noch. Und ich befinde mich heute in dieser Kreistagssitzung wieder in einem gewissen inneren Widerspruch, was ich jetzt eigentlich empfehlen soll. Ich gucke mal zum Bürgermeister rüber. Ich muss ja nicht mit abstimmen, aber ich soll es ja nachher auch mit vertreten. Und knobel gerade, wie dann das Deckchen jetzt hier zusammen oder auseinandergebunden werden soll, und habe darauf noch keine richtige Antwort gefunden. Warum habe ich keine Antwort gefunden? Wenn wir freie Auswahl hätten, würden wir vermutlich alle übereinstimmen, sagen, wir wollen natürlich eine entsprechende Anbindung nach Schweden, die möglichst kurz ist, das ist sie ja jetzt schon, aber die auch möglichst variabel ist, also die eben die Schiene, den LKW und natürlich den klassischen PKW und natürlich den Tagesausflügler auch noch mitnimmt. Und das Fahrrad und Handwagen auch natürlich, Entschuldigung, wenn ich was unterschlagen habe. Das ist natürlich so die Königsdisziplin auf der Königslinie, die wir uns alle wünschen würden. Und der Hintergrund, der politische Schlüssel dafür, dass es erfolgreich sein kann, ist aus meiner Sicht, also dass es eine Entscheidung bei der Deutschen Bahn gibt. Ich gucke wirklich zum Bürgermeister rüber, weil der in diesen Dingen einfach tiefer drinsteckt als ich. Ich meine zum Sassnitzer Bürgermeister, dass es eine Entscheidung der Deutschen Bahn gibt. Das muss eine politische Entscheidung durchaus sein, nicht nur die Verkehre über Rostock zu konzentrieren, sondern ein Stück weit auch wieder über Mukran. Denn die Bahnanbindung, das wurde hier heute sehr klar und deutlich gesagt, und dem ist überhaupt nicht zu widersprechen, die ist ja wirklich ganz vorzüglich. Die Infrastruktur ist sehr, sehr gut. Also das ist ein politischer Auftrag, den würde ich irgendwo sofort verstehen. Für mich wird es ab dem Moment schwierig, wenn ich den internen Stand der Gespräche in Echtzeit und heute, und ich kenne ihn wirklich nicht nur heute in Echtzeit, weil wir nämlich auch nicht jeden Tag darüber reden, wenn ich kenne, mit welchem Mitbewerber, Interessenten man da gerade im Gespräch ist. Und jetzt wird hier heute durch den Änderungsantrag eine Grundrichtung reingebracht werden, dass ja im Grunde mein Auftrag ist, auch wenn die Variabilität mit der Schiene gar nicht mehr zu halten ist, weiterhin dafür zu kämpfen, obwohl das vielleicht ein Pferd ist, was gar nicht mehr reiten kann. So dass wir ein Stück weit andere Entwicklung auch behindern. Da kämpfe ich gerade mit mir. Ich habe in dem Moment jetzt auch noch keine Lösung. Ich sage nur, das ist eine ziemlich komplexe Geschichte. Für mich gibt es aber einen großen gemeinsamen Nenner, und der ist der. Ich habe es versucht, für mich mal eben hier zusammenzubinden. Der gemeinsame Nenner ist doch der, dass wir alle eine möglichst kurze Schwedenanbindung haben wollen und dass wir, denke ich, auch alle gemeinschaftlich daran glauben, dass es sehr wettbewerbsfähig sein kann und dass es eigentlich auch wettbewerbsfähig war, aber in den letzten Jahren künstlich runtergezogen wurde. Also kurze Schwedenanbindung. Dann möglichst variabel. Möglichst variabel heißt aber nicht, dass man ausschließlich für so eine Vollvariante kämpft, sozusagen mit der Sassnitz-Fährt, mit der Alpenfähre. Also dass man das anstrebt, das Maximale. Und dass man natürlich Mukran als Standort auch für den entsprechenden Güterverkehr-Umschlag und Bahnumschlag, darf man das so sagen, ich weiß nicht, oder Waggon-Umschlag auch stärkt durch eine Richtungsentscheidung der Bundesregierung. Das ist so der gemeinsame Nenner zwischen all dem Antrieb, all dem, was hier gesagt wurde, den ich hier erkennen kann. Ich glaube auch, da gibt es gar keinen wirklichen Dissens, aber ich maß mir jetzt nicht an, Ihnen hier einen Änderungsantrag zum Antrag zu diktieren. Ansonsten wüsste ich nicht so richtig, wie ich jetzt nächste Woche damit arbeiten sollte, wenn es denn jetzt beschlossen wird, bevor ich ausgehe. Gut, also diese Änderungsmöglichkeiten stehen dem Landrat leider nicht zur Verfügung. Vielen Dank trotzdem für die Interpretation. Wir haben jetzt hier einen Antrag liegen. Ich lese den Beschluss. Da ist Frau Lattendorf. Ja, ich würde darauf bitten, dass wir die Vorschläge des Landrates mit in den Antrag aufnehmen. Dann hat es ja klar, gibt es einen Antrag jetzt? Muss es ja irgendwie einen Antrag geben auf Auszeit, kurz, dass sich die Fraktionsvorsitzenden mal verständigen jetzt zu dem Antrag, ja? Ja? Okay. Dann 2 Minuten. Es geht weiter. Bitte Plätze einnehmen. Wir wollen zügig die Sitzung fortsetzen. Herr Kuhn steht schon hier oben und trägt uns jetzt vor, auf was sich die Fraktion einigen kann. Meisterspräsidentin, liebe Mitglieder des Kreistags, Herr Landrat, ich bin heute mit einer besonderen Ehre ausgestattet worden, sozusagen der Sprecher aller sein zu dürfen. Da kriegt er richtig Gänsehaut. Sogar der Landrat hat noch gebeten, hier vorzutragen. Wir haben uns kurz und knapp geeinigt. Wir haben uns kurz und knapp geeinigt. Unser Antrag der CDU und SPD war gut. Die Änderungsanträge von Vorpommern-Rügen und Freie Wähler waren auch gut. Wir fassen das kurz zusammen und ändern den
Absatz Römisch 2 und schreiben, Landes- und Bundesregierung soll sich für eine bessere Auslastung der Bahnanbindung des Sassnitzer Hafens einsetzen. Das ist das, was Frank gesagt hat. Was nutzt uns das alles zusammen, wenn da kein Zug fährt? Natürlich muss er auch weiterfahren, hat der Kollege Löttke noch eingerufen. Das ist auch richtig so. Und beauftragen den Landrat, kurz und klar, erstens, sich dafür einzusetzen, eine kurze Schwedenanbindung zu machen. Zweitens, also dafür sich einzusetzen. Zweitens, möglichst variabel vorzugehen. Und drittens, Bukran als Bahnstandort zu stärken. Und damit sind wir übereingekommen, dass wir das mit dem ganzen Haus besprechen können. Und wenn Sie damit einverstanden sind, würden wir den Antrag dahingehend so ändern, ins Protokoll so aufnehmen. Und dann bitte ich um Zustimmung. Herzlichen Dank. Nochmal bitte, Herr Kuhn, bitte nochmal warten. Also, der ist jetzt zusammengefasst. Gut. Das soll da rein. Das kann auch. Das ist also, Beschlussvorlage, ich gehe mal auf den Ursprungsantrag hier zurück der CDU-SPD, es soll Römisch 1 bleiben. Der Kreistag fordert die Landes- und Bundesregierung dazu auf, die Wiederinbetriebnahme der Königslinie Sassnitz-Trelleborg mit einzurückung stehenden Mitteln voranzutreiben. Zweitens, Landes- und Bundesregierung sollen sich für eine bessere Auslastung des Sassnitzer Hafens einsetzen. Bahnanbindung, Auslastung der Bahnanbindung des Sassnitzer Hafens einsetzen. So. Der Kreistag, Frau Kammann-Rügen fordert weiterhin den Landtag auf. Erstens, kurze Schwedenanbindung. Zweitens, möglichst variabel. Drittens, Bukran als Bahnstandort stellen. So. Ist das so richtig zusammengefasst? Dann freue ich mich und die anderen fallen entfallen. Ja, die 5 würde ich doch gerne nicht entfallen lassen. Die 5, der Kreistag stellt außerdem fest, dass die Königslinie als Verbindung zwischen Schweden und Deutschland einen maßgeblichen Beitrag zur Idee eines geeinten Europas leistet. Gut, das Protokoll schreibt das dann vernünftig zusammen, was jetzt alles gesagt wurde. Sie haben das alle verstanden. Dafür bitte ich jetzt um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltung? Auch keine. Vielen Dank für die kurze. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 24. Das ist der Antrag der Kreistagsfraktion der CDU, Rettungsschirm für Kommunen und ÖPNV, weil wir, wie gesagt, Aufnahmen haben. Ich lese es auch kurz vor, nur den Beschlussvorschlag. Herr Maximilian Schwarz wird gleich als Antragsteller dazu was sagen über die Begründung. Also der Kreistag, Frau Kammann-Rügen, möchte die Rüge beschließen. Der Kreistag spricht sich für einen Rettungsschirm zur Abfederung der Einnahmeverluste in der Corona-Krise für Kommunen und den öffentlichen Nahverkehr aus. Der Kreistag, Frau Kammann-Rügen, fordert die Landes- und Bundesregierung dazu auf, einen dementsprechenden Rettungsfonds aufzulegen und ersucht den Landrat, sich bei der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern dafür einzusetzen. Dazu liegen 2 Änderungsanträge vor, einmal der Fraktion der Linke und einmal der Kreistagsfraktion Bürger für Vorpommern-Rügen, Freie Wähler, die dazu dann auch nochmal, denke ich, vortragen. Herr Maximilian Schwarz jetzt zum ersten Antrag. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kreistagsmitglieder, werte Gäste. Ja, wir wollen heute ein Signal setzen nach Schwerin zur Landesregierung, hier nochmal ein starkes Signal zu setzen für die Städte und Gemeinden bei uns im Landkreis. Denn wir sind eine kommunale Familie, die Städte und Gemeinden, wenn es denen gut geht, dann geht es auch dem Landkreis gut. Und wir haben jetzt gerade in dieser Phase der Corona-Pandemie, wir haben ja heute auch viele Anträge gehabt, unter anderem beim ÖPNV, wo Eilentscheidungen gefasst werden müssen, Mehrausgaben gefasst werden mussten. Und wir bitten deshalb, dass auch das Land hier schaut, dass es hier unterstützen kann. Der Bund hat ja jetzt in seinem Konjunkturprogramm klar Signale gesetzt und wir
würden auch dem Vorschlag der Fraktion Bürger für Vorpommern, Rügen und Freie Wähler gerne mit aufnehmen, hier auch den Bereich Tourismus und Gastronomie sich nochmal anzunehmen. Das ist gerade hier für unseren Landkreis eine sehr wichtige Branche und insbesondere auch hier gemeinsam den ÖPNV zu stärken. Und deshalb bitte ich hiermit, weil die Städte und Gemeinden eben unsere Lebensadern sind und sehr viele Investitionen, 2/3 der Investitionen werden von der kommunalen Ebene eben getätigt und dass wir hier eben Unterstützung brauchen. Dieses Signal wollen wir hiermit aussenden. Vielen Dank. Herr Schwarz, Kreistagsfraktion, Bürger für Vorpommern-Rügen, Freie Wähler waren, genau, Herr Lötke, Sie haben das Wort zum ersten Änderungsantrag zum Antrag. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben zum Antrag der CDU-Fraktion einen Änderungsantrag vorgelegt, der ganz klar darauf abstellt, die Branchen Tourismus und Gastronomie in diese Unterstützung mit einzubeziehen. Der Bund oder die Bundesregierung wird in Kürze das Konjunkturpaket auch verabschieden oder hat schon und der Bundestag wird darüber beraten, das sicherlich so bestätigen. Alleine dieses Konjunkturpaket in der Form, wie es jetzt vorliegt, hilft uns in der wichtigen Branche oder in 2 wichtigen Branchen, die für unser Land und in unserem Landkreis von besonderer Bedeutung sind, nicht wirklich. Nämlich Tourismus und Gastronomie wurden bisher bei diesen Unterstützungen oder bei Rettungspaketen wenig betrachtet, sind aber für uns von enormer wirtschaftlicher Bedeutung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es der Wirtschaft gut geht, wird sich das natürlich auch so widerspiegeln in den Steuereinnahmen der Kommunen und spielt damit auch für die wirtschaftliche Situation der Gemeinden und auch des Landkreises eine ganz entscheidende Rolle. Was nützt es mir, wenn ich jetzt kurzzeitig durch Rettungsschirme die Gemeinden etwas besser stelle, aber die Wirtschaft letztendlich als Grundlage für die Steuereinnahmen nicht mehr da ist? Also wenn ich das Ganze perspektivisch und nachhaltig entwickeln will, dann muss ich auch diese Branchen besonders betrachten. Und ich denke, hier benötigen wir auch dringend die entsprechende Unterstützung für die touristischen Unternehmen und die Gastronomie, die auch aufgrund entsprechender Entscheidungen im Lande am meisten unter dem Lockdown gelitten haben, bis noch vor ganz kurzer Zeit. Die Hotels hatten nur eine Auslastung oder eine zulässige Auslastung von 60% und die Gastronomie auch bei uns im Landkreis und darüber hinaus muss auch heute noch mit erheblichen Einschränkungen rechnen und leben. Und deswegen bitten wir Sie, unserem Änderungsantrag so zuzustimmen. Wir bedanken uns bei der CDU, dass sie bereits ihre Zustimmung signalisiert. Gut, ja, ich sehe, Herr Hofmann hatte sich auch gemeldet, wer soll jetzt sprechen? Achso, ich würde jetzt erst den zweiten Änderungsantrag, vielleicht kann man dann über beide in die Diskussion gehen. Frau Landendorf hat nämlich schon signalisiert. Ja, es gibt den zweiten Änderungsantrag der Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Der Antrag der Kreistagsfraktion der CDU-Rettungsschirm für Kommunen und ÖPNV hat uns in der Diskussion gezeigt, wie nah wir doch eigentlich miteinander liegen, wenn wir auch unterschiedliche Ansätze haben. Als ich den Begriff Rettungsschirm in der ersten Telco-Runde erwähnte, da wurde mir gesagt, Rettungsschirm alleine hilft uns da überhaupt nicht weiter. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Inzwischen sind wir nun doch zu der Ansicht alle zusammengekommen, dass ein Rettungsschirm in dieser Situation notwendig ist.
Unser Änderungsantrag zu diesem Antrag, der hier vorliegt, den wir auch wirklich mittragen vom Ansatz her, kann aber für die Situation als Ad-hoc-Lösung wichtig sein. Für uns ist aber auch wichtig, dass für die Gesamtheit der Kommunen das Finanzausgleichsgesetz in der Perspektive wichtige Prämissen und wichtige Elemente setzt, damit die Kommunen in der Zukunft eine gewisse Sicherheit haben. Die Landesregierung hat ja bereits einen Rettungsschirm als Konjunkturpaket oder die Bundesregierung als Konjunkturpaket auf den Weg gebracht. Jetzt geht es um die schnellstmögliche Umsetzung, in der auch alle Betroffenen mit bedacht werden und auch in ihren Problemen mit angesehen werden. Natürlich trifft das die Gaststättenbranche, die Kulturbranche, die Künstlerinnen und Künstler, die Ein-Mann-Betriebe, die völlig in der Luft hängen. Und ich denke auch, dass die Sache mit der Mehrwert- und Umsatzsteuer für die Hotels und Gastronomie nicht die absolute Lösung sind, weil sie ihnen eigentlich noch Probleme bringen. Unser Vorschlag ist, der Kreistag Vorpommern-Rügen sollte sich für eine schnelle Umsetzung des Konjunkturpaketes der Bundesregierung in Mecklenburg-Vorpommern aussprechen. Die Mittel müssen zügig und ohne Abschläge durch die Landesregierung an die Kommunen Vorpommern-Rügen und des ganzen Landes weitergereicht werden und an den notwendigen Stellen durch Landesmittel ergänzt werden. Dies gilt insbesondere bei der Abfederung der Gewerbesteuerausfälle und den Mitteln zur Stärkung des Gesundheitssektors und des öffentlichen Nahverkehrs. Weil dieser Antrag von uns so gestellt wurde, weil es in der Vergangenheit ja oft Kritik gab an Geldern, die an die Landesregierung gegangen sind, die dann dort zum Teil doch etwas lange gelegen haben, um nicht einen anderen Ausdruck zu benutzen. Ich kann mich erinnern, dass gerade Herr Rehberg das ganz, ganz oft kritisiert hat in seinen Debatten. Und aus diesem Grunde beantragen wir, dass dafür gesorgt wird, dass diese Gelder, die jetzt dort eben freigemacht wurden durch die Bundesregierung, auch schnellstmöglich an die betroffenen Personen und die betroffenen Einrichtungen kommen. Das ist der Inhalt unseres Antrags. Gut, vielen Dank, Frau Lappendorf. Ihr zwei Scharnberg, dann Herr Hofmann. Sie haben okay, so, sich geeinigt. Alles klar. Dann Frau Rücker. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten klare Signale senden, dort, wo uns der Schuh drückt. Wir sollten uns auch nicht hier gegenseitig mit Vorwürfen überhäusen, wer wann wo was nicht gesagt hat oder nicht für richtig hielt. Ich sage es mal ganz klar und deutlich, ich habe schon vor mehreren Wochen darauf hingewiesen, was uns jeden Tag letztendlich der Ausfall des Tourismus bedeutet, und heute stehen wir hier und lamentieren darüber. Der Antrag, der von der CDU eingebracht wurde, der unterstützend oder geändert wurde, sowohl durch die Fraktion der Linken als auch durch euch, Matthias, das ist nur zu begrüßen. Aber eine Spezies, Frau Landorf hat sie eben ganz kurz angerissen, die möchten wir doch auch noch in den Antrag ganz speziell mit aufnehmen. Und das ist wirklich die Veranstaltungsbranche und die Eventmanagement, weil das sind zwei Institutionen, die letztendlich auf florierenden Tourismus, auch auf florierende Gastronomie angewiesen sind. Denn die Touristiker und die Gastronomen, das sind diejenigen, die die Veranstaltung buchen. Die Veranstaltung wiederum, das sind aber die Dinge, die uns kulturellen Inhalt geben und unsere Gäste herkommen lassen. Das ist also in so einem so engen Zusammenhang zu sehen. Und deshalb kam von uns die Idee, das hier nochmal explizit mit aufzuzeigen und in den Antrag mit einzubringen. Ansonsten waren wir uns von Anfang an klar, dass wir das unterstützen werden als Fraktion, was dazu dienlich ist, über die Misere der Corona-Krise hinwegzukommen. Dankeschön. Vielen Dank. Rückkamp. Ja, liebe Präsidentin, sehr geehrte Kreistagsmitglieder, Herr Scharnberg, Sie haben jetzt mich eigentlich genau in die Bredouille gebracht, die ich so nicht gewollt habe. Weil Sie haben jetzt die Veranstaltungstechniker angesprochen, die habe ich auch auf meinem Schirm, und ich glaube, die Corona-Krise hat deutlich gemacht, dass wir ganz viele Bereiche haben, in denen jetzt Hilfe angesagt ist. Ob es die
Veranstaltungstechnikerinnen sind, ob es die Künstlerinnen und Künstler sind, ob es auch die Solo-Selbstständigen sind, die Handwerksbetriebe, die Kleinen, die mit Einbußen zu rechnen hatten oder mit Einbußen umgehen müssen. Wir haben unfassbar viele Bereiche, die gerade lahm liegen und die Hilfe brauchen. Und ich muss sagen, der Antrag der CDU, so wie er ursprünglich vorlag, dass wir den Kommunen einen Rettungsschirm aufspannen wollen, dass wir den ÖPNV unterstützen wollen, den kann ich so mittragen mit unserer Änderung natürlich. Wir fangen jetzt aber an, in jeden einzelnen Wirtschaftsbereich zu gucken. Beziehungsweise tun wir es eben nicht, sondern wir gucken in Einzelne. Wir gucken in Gastronomie und Tourismus. Jetzt nehmen wir vielleicht noch Veranstaltungstechnik auf, weiß ich nicht, müsste man als Änderungsantrag werten. Für mich ist einfach die Frage, da ist doch ein Unterschied dazwischen, oder nicht? Wenn wir einerseits sagen, wir wollen die Kommunen unterstützen, wir wollen den ÖPNV unterstützen, dann ist das ein sehr großer Bereich und ich glaube, dass die Hilfe dort unbedingt angemessen ist. Wenn wir sagen, wir wollen die Wirtschaft unterstützen, dann ist die Wirtschaft Vorpommern-Rügens meiner Ansicht nach mehr als Tourismus und Gastronomie. Es ist auch mehr als Tourismus, Gastronomie und Veranstaltungstechnik. Und da habe ich jetzt wirklich ein Problem mit, sage ich ganz ehrlich, ich hätte diesen Änderungsantrag jetzt so nicht mitgetragen, nicht weil ich nicht glaube, dass wir den Tourismus und die Gastronomie unterstützen müssen und auch die Veranstaltungstechnikerinnen, sondern weil ich einfach glaube, wir müssen es voneinander lösen. Das eine ist das Kommunale. Und da müssen wir ganz klar heute eine Position zu beziehen und sollten den Rettungsschirm spannen. Und das andere ist aber die Unterstützung der Wirtschaft, beziehungsweise wir sagen, auch die brauchen Unterstützung. Da sind diverse Rettungspakete auch schon geplant und in Umsetzung. Aber wir müssen es heute meiner Meinung nach voneinander trennen. Daher möchte ich hier einfach nochmal darauf verweisen, dass ich werde dem Antrag so nicht zustimmen, dem Änderungsantrag, obgleich ich diesen Bereich für sehr wichtig halte und würde mich freuen, dass wir es nochmal gesondert anpacken und wirklich auch nochmal einen Blick auf die Wirtschaft Vorpommern-Rügens in der Gesamtheit werfen und nicht nur auf einzelne kleine Teilbereiche. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kuhn. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir fangen an, jetzt unseren gut gewollten Antrag ein Stück weit zu zerreden. Da hat Wenke nicht manchmal hat sie ja sogar recht, also ne, das kann ja durchaus mal passieren, dass wir den zerreden. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt gut gemeinte Anträge der CDU, gut gemeinte Anträge der Bürger für Vorpommern-Rügen, klare Stellungnahmen auch der FDP-Bürger für Stralsund und euren Änderungsantrag, oder soll es ein neuer Antrag sein, das habe ich noch nicht kapiert, ist ja auch nicht schlimm, den man sicherlich auch mit ranhängen kann und sagt, der Kreistag möge des Weiteren auch beschließen, dass dann der Bundestag dem Konjunkturpaket dann auch noch zustimmt, denn das hat er noch nicht getan. Noch hat die Bundesregierung zwar eine Beschlussvorlage gemacht, aber das ist ja wie in Vorpommern-Rügen, der Landrat kann ja Beschlussvorlagen machen, wie er will. Letztendlich müssen wir ja noch irgendwas dazu sagen, meistens sagen wir ja und manchmal auch nicht. Ich will nur sagen, das kann alles zusammengefasst werden. Der gut gemeinte Ansatz ist, allen zu helfen, die unter Corona leiden. Das ist die öffentliche Hand, das ist der ÖPNV, das ist der Tourismus, das ist die Bauwirtschaft, das ist von mir aus auch alles andere, was wir haben, Veranstaltungstechniker, Künstler, Moderatoren, Kreistagsmitglieder, die unter Corona leiden. Ich will das nicht ins Lächerliche ziehen. Ich meine nur, wir haben, das glaube ich, alle zusammen einen guten Ansatz. Und wenn wir jetzt diesen Antrag nach draußen bringen, mit dem Ansatz, den wir hier diskutiert haben, einschließlich mit eurem, dann ist das alles gut. Dann vergessen wir eigentlich auch gar keinen, denn Kommune sind wir alle. Notgedrungen leben wir alle, jedes Wirtschaftsunternehmen in einer kommunalen Gebietskörperschaft, entweder im Landkreis oder sogar im Ostseehalbach. Nichtsdestotrotz, ich finde es gut, wenn wir das jetzt zusammenfassen, den Beschluss fassen und dann ist es gut. Mein Antrag ist, das zusammenzufassen, eine Abstimmung und fertig. Danke. Gut, vielen Dank, Herr Kuhn. Also, auch da fällt mir nur ein, dass man kurz die Köpfe nicht zu dicht zusammensteckt, aber zusammensteckt, weil mir fällt da nicht ein, wie man diese Anträge zusammenbringt. Weil einmal wird ja von der Umsetzung des Konjunkturpaketes gesprochen und einmal wird, also das schließe ich mir nicht. Herr Kuhn, können Sie bitte die Aufgabe mal übernehmen, jetzt Sie mit den anderen Fraktionsvorsitzenden kurz die Zusammenfassung, die gewollte, dann jetzt auch zu besprechen, dass wir zu einem Antrag kommen. Frau Kasten, ja, ich hatte Frau Kasten jetzt vergessen, die dazu nur kurz. Ja, Entschuldigung, das war jetzt mein Fehler, ich war jetzt schon ein bisschen voreilig. Ne? Sie dürfen natürlich. Ja, meine Damen und Herren, ich will nur so viel sagen. Rettungsschirm im weitesten Sinne des Wortes. Und was ist unsere Aufgabe? Es zu begleiten, dass es hier bei uns in der Kommune ankommt. Und nichts weiter. Bei der ersten Welle, wo die Zuwendung für alleinstehende Selbstständige oder so, es kam nichts an. Tränen in den Augen. Und wenn wir solche Fälle haben, dann müssen wir an die entsprechenden Stellen
Wir haben die Pfade, sodass es zügig vorangeht und jeder weiß, woran er ist. Es sind vielfältige Branchen. In der Gemeinsamkeit sollten wir abstimmen. Rettungsschirm für die Kommunen im allgemeinsten Sinne des Wortes. Vielen Dank, Frau Kasten. Jetzt geht's los. Kurze Abstimmung. Damit wir möglichst einen gemeinsamen Antrag hier verabschieden. Also nicht ganz so dicht vielleicht, ist ja auch kein Geheimnis. Alle Fraktionsvorsitzenden bitte. Wie sieht's aus? Okay, Herr Kuhn, bitte. Okay, es geht weiter. Bitte die Plätze einzunehmen. Herr Kuhn trägt jetzt vor. Wieso machen wir eigentlich eine gemeinsame Frage? Weil da will ich jetzt heute nicht drüber nachdenken. Also, X1, wir haben das jetzt mal unterteilt, die ganzen Anträge, die gekommen sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren. X1, also erster Stabstrich, will es man so nennen. Der Kreistag Vorpommern Rügen spricht sich für einen Rettungsschirm zur Abfederung der Einnahmeverluste in der Corona-Krise für Kommunen und öffentlichen Nahverkehr aus. Stabstrich 2, der Kreistag Vorpommern Rügen fordert die Landes- und Bundesregierung dazu auf, einen entsprechenden Rettungsfonds aufzulegen und ersucht den Landrat, sich bei der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern dafür einzusetzen. Stabstrich 3. Der Kreistag Vorpommern Rügen spricht sich in dem Zuge eindeutig für die Wiederaufnahme. Ich habe das falsch genommen. Der Stabstrich. Die Ergänzung für Tourismus und Gastronomie sowie für Veranstaltung, Eventmanagement etc. kommen auch noch mit rein. In den Stabstrich und dann geht es weiter mit dem Antrag, den die Linken gestellt haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Und zusätzlich spricht sich der Kreistag Vorpommern-Rügen aus für die schnelle Umsetzung des Konjunkturpaketes der Bundesregierung in Mecklenburg-Vorpommern. Die Mittel müssen zügig und ohne Abschläge durch die Landesregierung an die Kommunen Vorpommern-Rügens und des ganzen Landes weitergereicht werden und an den notwendigen Stellen durch Landesmittel ergänzt werden. Dies gilt insbesondere bei der Abfederung der Gewerbesteuerausfälle und den Mitteln zur Stärkung des Gesundheitssektors und des öffentlichen Nahverkehrs. Das ist jetzt alles in einen Stabstrich. Ich hoffe, die Protokollführenden können das so alles mitnehmen. Ansonsten stehe ich gerne mit meinen Fraktionskollegen zur Verfügung. Wir bitten also hier in einem gemeinsamen runden Antrag um Ihre Zustimmung. Danke. Verständnis, Sorgen oder? Das ist nicht der Fall, oder? Nein, alle verstanden, was jetzt gemeint ist, also alles in einen Antrag gefasst. Wer dem jetzt zustimmen kann, den bitte ich jetzt um das grüne Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltung? Bei einer Enthaltung so beschlossen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 25. Antrag der Kreistagsfraktionen Bürger für Straße und FDP, Angleichung der Vergütung und Sachkosten an die Gesetzeslage für Kinder, Tagespflegepersonen. Bitte schön. Sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Gäste. Als erstes ein paar Worte zur Geschichte dieses Antrages.
Seit längerer Zeit befassen wir uns mit dem Thema der Angleichung der Vergütung und der Sachkosten für die Kindestagespflegepersonen. Anfang dieses Jahres waren sich alle Fraktionen grundsätzlich einig, dass hier ganz schnell etwas passieren muss. Leider machte uns Corona einen Strich durch die Rechnung. Wir wollten, dass zum 1. Juli 2020 zu einer Steigerung kommt. Dieses Datum hat sich leider jetzt erledigt. Wir sehen aber auch nicht, dass von der Seite der Verwaltung über dieses Thema mit Nachdruck geredet wird. Hier könnten Sie, Herr Landrat, von Ihren Richtlinienkompetenz Gebrauch machen und dem Anliegen des Antrags deutlich mehr Gewicht geben. Auch mit dem Wissen, dass Sie bereits im Wahlkampf vor 2 Jahren die Tagesmüttern und Vätern versprachen, sich für eine Angleichung einzusetzen. Leider ist es bis heute nicht geschehen. Wir bitten, werden gerne auf diesen Antrag verzichtet und gehofft, dass es doch von alleine und vor allen Dingen schneller geht. Über die Wichtigkeit der Kindestagespflege zu referieren, ist, als würde man Eulen nach Athen tragen. Wir alle wissen, dass für eine ausgewogene Betreuung unserer Kinder und Tagesmütter unverzichtbar ist. Deshalb heißt es jetzt endlich intensiv das Thema zu bearbeiten und zu beschließen. Unsere Tagesmütter und Väter haben es schon lange verdient. Als letztes noch zur Gesetzeslage. Ich übergebe Ihnen, Herr Landrat, das Urteil des Verwaltungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern. Hier kann man zwar nichts abschreiben, aber es gibt eindeutige Hinweise und Leitlinien für die Messung und Anerkennungsbetrages der Sachkosten und Eingruppierung und der Mindestlohnregelung. Ich möchte alle bitten, diesen Antrag zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Müller, als Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, der Jugendhilfeausschuss hat sich wohl mit dem Thema beschäftigt und es sollte auch auf die Tagesordnung vom 16.03. Wie Sie alle wissen, hat uns auch Corona ereilt. Ich stimme zu, Tagesmütter sind unverzichtbar im System der Kindertagesbetreuung. Wenn wir die nicht hätten, könnten wir einpacken. So deutlich sage ich das mal. Dennoch sind sie nicht vergleichbar mit staatlich anerkannten Erzieherinnen in den Kindertageseinrichtungen. Hier wird ein bisschen suggeriert, dass der Landkreis die Verwaltung gegen ein Gesetz verstoßen hat. Das sehe ich nicht so. Der Landkreis hat 2017 die letzte Richtlinie zur Finanzierung der Tagespflegepersonen beschlossen. Der Jugendhilfeausschuss hat sich das damals nicht leicht gemacht. Ich schaue mal in die Richtung von Frau Meier, die damals auch federführend im Jugendhilfeausschuss war. Damals wurden auch die Kindertagespflegepersonen beteiligt. Man hat damals sich versprochen, dass man nach 2 Jahren die Finanzierung evaluiert. 2 Jahre sind der 31.12.2019. Wir haben uns das auf den Tisch gezogen. Haben auch inzwischen Gespräche stattgefunden, fraktionsübergreifend mit Tagesmüttern, die ihre Sorgen und Nöte uns auch mitgeteilt haben. Wir waren uns alle einig, ich glaube, dass ich für alle Fraktionen sprechen kann, dass wir hier prüfen müssen. Daraufhin wurde von der Verwaltung Erhebungsbögen verschickt, damit wir sehen können, wo drückt der Schuh. Nur mir zu sagen, ich habe zu viel Miete, bei mir ist das teuer, bei mir ist das teuer, das will ich alles glauben. Denn wir haben Tagesmütter, die machen die Tagespflege in den eigenen Räumen oder haben angemietete Räume. Aber vielleicht nochmal zu den Summen, die bisher nach der Regelung 2017 bezahlt werden. Eine Tagesmutter, die 5 Kinder ganztags betreut, bekommt 2.500 Euro monatlich, 1.000 Euro ist ein Einmalbetrag, der weitergereicht wird vom Land. Dann gibt es die hälftige Erstattung von der Rentenversicherung, die Pflegeversicherung wird übernommen und die Unfallversicherung. Immer vorausgesetzt, es wird nachgewiesen. Dann gibt es Tagesmütter, die arbeiten 10 Stunden, manche arbeiten 8 Stunden und manche gönnen sich den Luxus mit 6 Stunden. Aber alle kriegen das gleiche Geld. Natürlich muss man darüber nachdenken.
Das erzeugt natürlich unter den Tagespflegepersonen natürlich auch Neid oder auch Unverständnis, dass alle das gleiche Geld bekommen. Muss man sich angucken. Das Urteil von 2019 im Dezember gefasst, da ging es in der Tat darum, um Anpassung, aber es ging auch darum, dass zum Beispiel Elternbeiträge, die bis dahin durch die Tagespflegepersonen einzuziehen waren, dass das nicht gesetzlich ist. Das heißt, dass eigentlich der Landkreis die ganze Summe an die Tagesmutter auszahlen muss, also die Platzkosten, und dann den Elternbeitrag bei den Eltern wiederholen muss. Das ist aber überholt, weil seit 1.1. gibt es keine Elternbeiträge mehr. Damit ist das auch schon hinfällig. Und auch, dass der Jugendhilfeausschuss dafür zuständig ist, diese Kosten festzusetzen, also die Finanzierung, das ist nicht neu, das hat der Landkreis, die Verwaltung bisher immer so gehandhabt. Es gab immer den Beschluss im Jugendhilfeausschuss. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir in der letzten Sitzung darüber gesprochen haben, wir haben es kurz angerissen, sind die in die Tiefe gegangen, weil es am 3. August einen Unterausschuss geben wird, der sich genau mit dem Thema befasst. Und bis dahin erwarte ich, dass die Verwaltung evaluiert hat, nämlich es sind 50% der Bögen zurückgekommen. Wir müssen natürlich schauen, ist es repräsentativ, wir kleben die Lippen zusammen, Entschuldigung. Und dann kann man daraus Schlüsse ziehen, an welchen Stellen müssen wir aufstocken, vielleicht bei den Sachkosten, weil Sachkosten, ob ich nun einen Ganztagsplatz oder einen Teilzeitplatz habe, die Sachkosten sind gleich, die Miete muss auch gezahlt werden. Das muss man sich alles angucken, aber damit wird sich der Unterausschuss befassen und dann auch dem Jugendhilfeausschuss etwas vorlegen, was dann, denke ich mal, auch hier im Kreistag die Zustimmung finden kann. Gut, vielen Dank, Frau Müller. Frau Kindler möchte. Danach Herr Kuhn. Präsidentin, liebe Mitarbeiter oder Kollegen im Kreistag, ich möchte meiner Vorrednerin in vielen Dingen recht geben. Und dennoch muss ich sagen, dass die Tagespflegepersonen, dass wir sie wieder auf die Tagesordnung, oder dass die Tagesordnung des Jugendhilfeausschusses sich damit beschäftigt hat, das war ein langer Prozess. Und ich glaube, wir haben auch etwas anstoßen können. Ich möchte mich auch beim Jugendamt bedanken, dass das möglich war, dass jetzt auch Evaluierungsbögen ausgereicht worden sind. Und dennoch habe ich meiner Fraktion empfohlen, diesen Antrag zu unterstützen, weil er macht ihn noch einmal ein bisschen dringlicher. Dringlicher, dass wir uns wirklich mit den Tagespflegepersonen intensiv beschäftigen und dass endlich etwas geschieht, eine Gerechtigkeit geschieht in der Bezahlung, in der Einschätzung. Und ich finde, diese Gespräche, die Tagespflegepersonen haben sich ja an alle Fraktionen gewandt, haben dort vorgesprochen und ihre Probleme dargestellt. Und ich denke, dass das ganz wichtig ist, sie auch wirklich zu unterstützen, auch weil es riesengroße Unterschiede gibt in den Landkreisen, was die Sätze betrifft. Und ich denke, das schadet nichts, wenn wir diesem Antrag zustimmen, weil es uns nochmal, vielleicht auch im Jugendhilfeausschuss mehr motiviert, uns mit diesem Problem zu beschäftigen. Vielen Dank. Herr Kuhn, bitte. Frau Kreistagspräsidentin, Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns auch mit diesem Antrag beschäftigt und können in der Frage doch auch nur unsere Unterstützung anbieten, auch im Hinblick darauf, dass dieser Antrag Beschleunigung erfährt, dass er in diesem Jugendhilfeausschuss, der wirklich super arbeitet, ich kenne Katrin Mayer Jahrzehnte, ich kenne dich sehr lange, ich weiß auch um die Qualitäten von Frau Müller, nach so langen Jahren Zusammenarbeit. Ihr seid an dem Thema dran, aber es ist den Damen und Herren von den Tagesmüttern und Vätern sehr, sehr wichtig gewesen, uns dieses Anliegen nochmal sehr ans Herz zu legen. Ich habe auch mit Carmen Schröder sehr lange darüber gesprochen und sie hat mir nochmal versichert, dass das mit in der obersten Priorität in ihrem Fachbereich behandelt wird und dass wir in Kürze auch Ergebnisse sehen werden und so hoffe ich zumindest, die angemessenen Bedürfnisse der Tagesmütter auch beachten. Ich finde trotzdem den Antrag an dieser Stelle richtig und wichtig. Er sollte eine Zustimmung erfahren, um ganz einfach auch noch ein bisschen Input zu geben und dir, lieber Stefan, die Kraft, viel Verwaltungsenergie da reinzustecken. Vielen Dank. Und jetzt nehme ich das mit, weil sonst ist die Frage des Verkaufs sehr wieder wichtig.
Gut, weitere Wortmeldung. Herr Löttke hat nochmal das Wort, dann der Landrat. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage es gleich am Beginn, wir werden also diesen Antrag als Fraktion unterstützen. Ansonsten hat er für uns heute schon eine ganze Menge gebracht, weil als kleine Fraktion im Kreistag sind wir ja nicht im Jugendhilfeausschuss präsent. Und deswegen war es heute schon mal sehr wichtig, aus dem Jugendhilfeausschuss hier im Kreistag auch eine entsprechende Berichterstattung zu bekommen. Ungeachtet dessen hatten wir auch Vertreter der Tagespflege bei uns in der Fraktion zu Gast, haben dort intensive Gespräche geführt und haben auch die Probleme, die dort vorgetragen wurden, sehr interessiert aufgenommen. Und wir haben das zum Anlass genommen, auch diesen Antrag uns nochmal mit der Rechtsprechung zu beschäftigen. Frau Kollegin Müller, auch wenn Sie sagen, die ist nicht mehr ganz so aktuell, trotzdem sind hier Punkte drin, die sicherlich im Jugendhilfeausschuss auch eine entsprechende Betrachtung verdienen und wo man auch schauen muss, inwieweit Forderungen aus dieser Rechtsprechung des OVG heraus auch in der Tat bei uns im Kreistag oder im Kreis, im Landkreis umgesetzt sind. Also, wir unterstützen diesen Antrag nachdrücklich. Und zwar deswegen, weil wir darin eine Motivation sowohl für den Jugendhilfeausschuss als auch für die Kreisverwaltung sehen, sich wirklich intensiv mit der Problematik auseinanderzusetzen. Ich denke, die Frauen und Männer, die in der Tagespflege tätig sind, haben das ganz einfach verdient. Sie tragen eine hohe Verantwortung auch für die durch sie betreuten Kinder. Und insofern sollten wir sie auch so stellen, dass sie ihre Arbeit vernünftig leisten können. Wie gesagt, es geht um die Kinder hier im Landkreis. Und ich vertraue auf den Jugendhilfeausschuss, dass er gerade auch den heutigen Beschluss zum Anlass nimmt, dann so intensiv weiter an der Problematik zu arbeiten, wie Sie es, Frau Müller, schon geschildert haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Löttke, der Landrat. Ich hatte den Eindruck, dass dieses Thema immer im Fokus des Ausschusses ist und auch in der Verwaltung. Ich darf diese Verwaltung ja nun auch seit nicht ganz so kurzer Zeit inzwischen leiten, deswegen bin ich wenig verwundert, dass der Eindruck entstanden ist, dass das kein Thema war. Auch ich bin natürlich angesprochen von den Tagesunternehmen. Ja, bevor ich Landrat wurde, ja, alles richtig. Aber das ist, denke ich, ein Thema, was auch immer im Jugendhilfeausschuss präsent war. Deswegen bin ich so ein bisschen erstaunt, dass das diese Wege nimmt. Sei es drum, die Grundrichtung ist natürlich, die finde ich total gut. Also wir wollen, dass Menschen, die Kinder betreuen, dass die entsprechend dafür entlohnt werden. Was mich gerade so ein bisschen nachdenklich macht, ist, wir haben gehört, dass es einen abgesprochenen Weg im Jugendhilfeausschuss gibt und dass etwas evaluiert werden soll. Und wenn das Ergebnis einer Evaluierung jetzt so ein Stück weit, und so hört sich das für mich gerade an, vorweggenommen wird, dann weiß ich nicht, ob ich das irgendwie so gut finden kann. Ich finde, man sollte schlicht und ergreifend das weiter bearbeiten, die Evaluierung genau angucken und dann Schlussfolgerungen ziehen und nicht vorher Schlussfolgerungen ziehen. Ich weiß nicht, ob das, wie das Ergebnis sein wird. Aber ich habe dieses Urteil, was Sie in dem Antrag zitiert haben, jetzt auch überflogen. Und ich sehe da an einigen Stellen aber durchaus auch, dass das Gericht ein Stoppschild gestellt hat und bestimmte Einlassungen, die dort vorgetragen wurden von der Klägerseite, eben auch nicht einfach so mit, die sind da nicht einfach so mitgegangen. Also die Klage ist auch zu weiten Teilen abgewiesen worden. Was will ich damit sagen? Also, dass wir wirklich diese Evaluierung sehr ernst nehmen wollen und nicht jetzt schon Dinge statuieren sollten, die sich dann erst im Jugendhilfeausschuss in der nächsten Zeit herauskristallisieren. Da habe ich auch totales Vertrauen zum Ausschuss. Wir werden die Zuarbeiten, die erforderlich sind, leisten. Wir werden die Evaluierung durchführen und dann werden wir allerspätestens, denke ich, zum Jahresende 2020 darauf wieder Klarheit haben. Eine angepasste Richtlinie, mit der man dann wieder viele Jahre ordentlich arbeiten kann. Gut, vielen Dank dem Landrat. Gibt es noch weiteren Redebedarf? Ich sehe, es ist nicht der Fall. Dann geht es jetzt um den vorliegenden Antrag. Wer dem so seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das grüne Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? 5, 6,
Bei 9, 10, wie hat es wohl gesagt? Ah, okay. 9 Enthaltungen. Zustimmung zu dem Antrag. Jetzt kommen wir zu dem Antrag, den wir auf die Tagesordnung genommen haben, unter Punkt 26. So. Es geht darum, der Kreistag Vorpommern-Rügen fordert die Landesregierung dazu auf, unverzüglich die Voraussetzungen zu schaffen, damit spätestens im Schuljahresbeginn 2020/21 alle Schulen vollständig geöffnet werden und 100%igen Präsenzunterricht an allen Schultagen für alle Klassen abhalten kann. Zweitens ist der Landrat beauftragt, sich für eine vollständige Schulöffnung einzusetzen. Einreicher Kreistagsfraktion der CDU, Bürger für Straßen und FDP und Bürger für Vorpommern-Rügen und Freie Wähler. Herr Kuhn für die Einbringer. Nur noch mal ganz kurz von mir. Ich erspare mir jetzt große Begrüßungszeremonien, da erste Hungerattacken manche Damen treiben, will ich jetzt auch nicht zu lange reden. Vorgenommen hatte ich 45 bis 60 Minuten zu diesem Dringlichkeitsantrag. Das mache ich nicht. Danke erstmal dafür, dass wir diesen Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung bekommen haben. Danke dafür, dass auch so großes Verständnis dafür da ist, dass wir unsere Schulen, ich will nicht sagen gleichschalten, sondern aufmachen, damit wir, glaube ich, auch eine gewisse Entlastung hinbekommen in den Familien, damit auch für die Kinder und Jugendlichen eine Gemeinschaft wieder erlebbar ist, die sie in der Tat brauchen. Viele vermissen jetzt die Schule, nachdem sie ewig um 3 Jahre zu Hause waren. Ich hoffe, wir kriegen einen Präsenzunterricht hin zu 100%, spätestens mit Schuljahresbeginn 2020/21. Insoweit hoffe ich, ich bekomme eine große Mehrheit. Wir bekommen eine große Mehrheit, denn unterstützt wird dieser Antrag von Fraktion Bürger für Vorpommern-Rügen und FDP Bürger für Stralsund. Ich glaube, es ist auch ein Auftrag an unseren Schulträger. Viele von uns sind Bürgermeister, die sind auch Schulträger. Ich glaube, und der Landrat für die Gymnasien und anderen Spezialschulen. Ich glaube schon, dass wir dafür sorgen sollen, dass das wieder seinen geregelten Gang geht. Noch einen letzten Hinweis. Zurzeit ist Hochsaison in unseren Gebieten. Auch da kommen wir mit Corona gut klar. Zumindest bis jetzt. Das, was ich erlebe auf Fischland-Darß-Zingst und auch wenn ich nach Rügen schaue, dort sind viele Menschen miteinander, untereinander, ich will nicht sagen gegeneinander unterwegs. Wir kriegen das sehr gut hin. Die Behörden arbeiten auf einem hohen Niveau. Ich glaube, wir schaffen das auch in der Schule. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kuhn. Erster Landrat? Oder? Gut, erster Landrat und dann ja. Ich denke, ich kann dem Ganzen gleich die Aufregung nehmen. Der Landkreis Vorpommern-Rügen vertritt seit mehreren Wochen, Herr Häusler und ich, wir beide müssen in die Kalender reingucken, wann wir das erste Mal gegenüber dem Land in den Gesprächen und den Beratungen vertreten haben, wann der erste Tag war. Aber das ist unser Kurs seit einigen Wochen und inzwischen auch ein Kurs, der, ich meine, ich kann tatsächlich sagen, auch dass alle Landkreise und Landräte das in diese Diskussion mit einspeisen. Insofern verstehe ich das als Unterstützung für eine Diskussion, für eine Gesprächsgrundlage, wie sie von meiner Seite jedenfalls mit dem Land längst geführt wird. Übrigens führe ich die nicht, weil ich der Meinung bin, das drückt jetzt irgendwie so doll, sondern weil wir intensiv, und zwar sehr intensiv, uns im Hause abgestimmt haben, ob man das denn infektionsschutzmäßig vertreten könne. Herr Häusler hat sich in dieser Frage auch mit den Gesundheitsamtsleitern, also den anderen Landkreisen, beiden Kreisveranstaltungen und des Bundeslandes dazu abgestimmt und da gibt es eine inzwischen, ich gucke noch mal rüber, eine einhellige Auffassung ernickt. Es war nämlich letzte Woche auch schon so, dass man das nicht emissionsmäßig, sondern infektionsmäßig vertreten können und das haben wir eben schon längst so vertreten. Ich bin sehr hoffnungsvoll, dass Ihr Antrag, der ich denke heute auch in der breiten Mehrheit beschlossen wird, dass der auch bald Realität werden wird oder das, was damit bezweckt ist, dann zu unserem Erstaunen, zu meinem persönlichen Erstaunen, hat wenige Stunden und Tage, nachdem die Bildungsministerin den Landräten und Bürgermeistern das letzte Mal erläuterte, dass wir in MV mit dem bisherigen Plan, wie man nach den Sommerferien dann langsam wieder starten wolle, dass man schon das Land sei, was am weitesten gehe in Deutschland, das war schon wieder innerhalb von 24 Stunden überholt, weil ein anderes Bundesland vorangeprescht ist. Und insofern ist das vielleicht auch eine Unterstützung für die Ministerin und für unsere Landesregierung an dieser Stelle, ein Weg, den wir alle für richtig halten, den wir infektionsschutzmäßig, das ist immer ganz wichtig, auch wirklich gut vertreten können, dass man den gemeinsam geht. Ich würde mich freuen, wenn Sie das hier auch so mit breiter Abstimmung unterstützen. Danke. Gut, Herr Weiß. Ich kann nur noch mal bestätigen, also der Städte- und Gemeindetag und auch
der Vorstand des Landkreistages haben einmütig wirklich der Ministerin gegenüber betont, dass es jetzt richtig ist, den Schulbetrieb zu 100% möglich zu machen. Also waren sich alle auch einig. Frau Präsidentin, Herr Landrat, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Antrag, der vielen voll aus der Seele spricht und eigentlich nur Zustimmung erfahren kann. Ich möchte allerdings auf etwas hinweisen. Und das nicht, weil es neben den Eltern auch mittlerweile sehr viele Großeltern gibt, die den Wert der Lehrer haben schätzen gelernt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, am letzten Freitag, nicht weil am letzten Freitag Internationaler Tag des Lehrers war, aber vielleicht auch deswegen, gab es eine Pressekonferenz in Schwerin und mit der Pressemitteilung 09720, kann jeder nachlesen, aus dem Netz runterladen, hat die Kultusministerin Frau Bettina Martin genau das verkündet, was wir hier fordern. Und zwar, damit ich das nicht falsch sage, unter der Überschrift regulärer Unterricht nach den Schulferien geplant. Und Frau Martin setzt dazu, wir müssen wieder allen Kindern das Recht auf Bildung und Teilhabe einlösen. Es gibt dazu dann noch eine ganze Reihe von zusätzlichen Informationen, insbesondere zur Problematik der Abstandsregeln, die nach den gegebenen Rahmenbedingungen eingehalten werden müssen, was aber bei den Forderungen nach einem ganz regulären Schulunterricht gar nicht umsetzbar ist, weshalb sie dann sagt, wir brauchen unbedingt ein neues Hygienekonzept. Und das ist es, woran das Kultusministerium mit den entsprechenden Organen in den Kreisen und in den Regionen mit den Schulräten im Moment arbeitet und mit vielen Direktoren. Und das Zweite, was wir natürlich nicht wissen, und da können wir auch nichts anderes beschließen, das ist die Frage, ob das Infektionsniveau in 6 Wochen das gleiche ist wie heute oder ob es sich irgendwelche Veränderungen geben. Das vorweg zu sagen, wäre Kaffeesatzleserei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Sache möchte ich nicht. Wir haben in den letzten 3 Monaten im Kultusbereich, im Schulbereich genauso wie in anderen Bereichen, ich denke an Fachhochschule, Hochschule und Universität, in vielen Bereichen der Verwaltung, den Vorteil, nicht immer, aber auch den Vorteil von Digitalisierung gelernt. Wenn wir jetzt nur zu dem zurückkehren, was wir vor der Pandemie hatten, dann wäre das kein Fortschritt. Dann wäre das wieder zurück zu dem, was wir hatten. Also, was heißt 100%? Präsent und Präsenzunterricht zu 100%? Ich würde mal sagen, Präsenzunterricht so weit wie möglich, aber mit den Vorteilen dessen, was wir in der Zwischenzeit gelernt haben. Denn das wäre ein echter Beitrag zur Weiterentwicklung. Und ich denke, in dem Sinne könnten wir uns hier verständigen, ohne dass nochmal die Fraktionsvorsitzenden alle zusammenkommen müssen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen? Herr Hofmann. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, dass dieser Antrag weiter Schulter hier mitgetragen wird. Es ist uns natürlich ein Bedürfnis, mit auf diesen Antrag draufzugehen. Wir haben einen gleichlautenden Antrag in der Bürgerschaft gestellt, der auch den Großteil mitgetragen wurde, leider nicht von der SPD. Ich bin gleich vor das Votum hier gespannt auf der Ebene, nachdem der Landrat ja auch nachvollziehbar bekräftigt hat, dass er wohl schon mitwirkt an dieser Art und Weise. Unsere Fraktion möchte ganz klar feststellen, dass es für uns, unsere Familie in unserem Landkreis, ein unhaltbarer Zustand ist, dass hier der Tourismus hochgefahren wird. Und ich möchte mal ganz klar betonen, dass der Tourismus für uns wichtig ist und dass wir es auch begrüßen, aber in der Form, die Kinder so hinten runterfallen zu lassen, dass das wirklich in unserer Fraktion einfach nicht aushaltbar ist, mich persönlich auch betrifft, da ich 2 kleine Kinder habe, in 1. und 4. Klasse, und ich Ihnen sagen kann, dass es auch wirklich für die Familien ein wirklich hartes Stück Brot Arbeit ist. Und auch nochmal hier ein ganz, ganz großes Dank an alle Familien, dass sie mittragen und mitmachen und das so aushalten. Auf das Hygienekonzept bin ich gespannt, wie das dann realistisch umsetzbar ist. Wir werden natürlich alle daran arbeiten, dass es so machbar ist. Und für uns gibt es keine andere Möglichkeit und Situation, als dieses schnellstmöglich umzusetzen und diesen Antrag, wie gesagt, mit zu begleiten bzw. zu unterstützen. Es muss nach den Schulferien ein Präsenzunterricht und eine digitale Form der Unterrichtsvergabe sein. Eine Kombination dabei daraus ist natürlich das Perfekte und das würden wir natürlich gerne mit unterstützen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kasten. Danach Herr Leutke.
an sich Präsenzunterricht, ja, was es auch immer sein mag. Dann kam hier das Stichwort Digitalisierung, ist auch ein schönes Schlagwort. Aber die entsprechende Umsetzung, da hat man noch eine ganze Menge Fragezeichen. Ich kann nur das Bildungsministerium auffordern, vernünftige Vorbereitungen zu treffen, nicht das, was wir in diesen letzten 3 Monaten erlebt haben. Ne, das kann es aus meiner Sicht auch nicht sein. Und dann vielleicht, das ist auch das Schöne dabei, dass in diesem Zusammenhang die Wertschätzung der Lehrer mal ein bisschen in den Vordergrund getreten ist. Dass viele Eltern auch gemerkt haben, dass das Geschäft doch nicht ganz so einfach ist. Also Präsenzunterricht ist okay. Beim anderen kann man nur sagen, ich fordere die Landesregierung und damit das Bildungsministerium auf, vernünftige Vorbereitungen zu treffen, das auch Akzeptanz findet. Bei den Eltern, bei den Schülern und bei den Lehrern. Vielen Dank. Herr Lötzke. Frau Präsidentin, Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache es ganz kurz. Ich freue mich über den Antrag, weil er auch etwas trägt, was wir als Fraktion in den vergangenen Tagen immer schon gefordert haben. Wir haben uns auch mit einem entsprechend offenen Brief an die Ministerin gewandt. Umso schöner ist es, dass wir diesen Antrag heute im Kreistag haben. Ich möchte aber auch die Gelegenheit nehmen, mich erstens mal bei den Lehrern zu bedanken in den Schulen, die wirklich versucht haben, unter den schwierigen Bedingungen, die wir nun mal haben, irgendwie noch was auf die Reihe zu kriegen. Bei den Eltern und Großeltern, die mit viel Verständnis diese lange Zeit ertragen haben und versucht haben, auch ihren Kindern dann so etwas wie Unterricht zu vermitteln. Und ich möchte mich bei der Kreisverwaltung bedanken, die das ja auch entsprechend begleitet hat, sowohl bei den Schulen als auch bei den Kindertagesstätten. Und ich bin sicher, so wie der Kreis bisher gearbeitet hat, wird er das auch weiterhin tun. Und es wird sicherlich gelingen, hier auch entsprechende Hygienekonzepte für die Schulen zu erarbeiten. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht sind wir ein paar Wochen hier auch weiter, dass wir wirklich dann schon wissen, wo es mit der Pandemie hingeht. Aber es wäre wichtig, es wäre wirklich wichtig, nicht nur die Wirtschaft hochzufahren, sondern in den Schulen auch Präsenzunterricht anzubieten. Und deswegen ist dieser Antrag gut und richtig. Ja, und was die Digitalisierung betrifft, eins haben wir gemerkt, dass es eben mit der Digitalisierung noch nicht so richtig klappt, dass man daran arbeiten muss. Und das ist sicherlich eine Schlussfolgerung, die man zukünftig so betrachten und umsetzen muss. Ja, und wenn ich an die Beschlüsse denke, die wir heute hier im Gremium gefasst haben, dann sind wir auf einem guten Wege dahin. Also, ich denke, wir können darüber abstimmen und ich freue mich auf eine breite Zustimmung zu unserem gemeinsamen Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lötke. Jetzt fasst Herr Kuhn noch mal zusammen, weil ich glaube, dass noch mal wichtig war, dass der Antrag... Frau Kühl war noch. Ich bin schon wieder. Ein bisschen schneller. Komm. Eigentlich wollte ich mich heute so spät der Stunde nicht mehr zu diesem Thema zu Wort melden. Wichtig ist, Punkt 1, Präsenzunterricht. Sollte auf alle Fälle, falls sich die Infektionszahlen nicht wieder ansteigen, zum normalen Schulalltag aller Kinder gehören. Auch in den weiterführenden Klassen der digitale Unterricht. Wichtig, das hat uns heute also in den letzten Wochen gezeigt, es haperte hier und da. Und wenn wir jetzt sprechen, dass unsere Kinder einen normalen Schulalltag erleben sollen, zählt aber auch, dass die Kinder in der Schule auch einen normalen Hortalltag haben. Es kann nicht sein, dass die Kinder in der Schule auf dem Schulhof gemeinsam spielen und im Hort nachher wieder in strenge Gruppen eingeteilt werden. Und ganz ehrlich, ich hasse diesen Begriff systemrelevante Berufe. Ein System funktioniert nur dann, wenn alle Berufe gleichwertig werden. Das ist der Postbote, das ist die Krankenschwester, das ist der Arzt, das ist der Verkäufer. Und ich will nicht noch alle anderen aufzählen. Denn Fakt ist nun mal, wenn wir wieder eine florierende Wirtschaft aufbauen wollen, dann müssen alle Eltern das Recht haben, ganz normal ihre Kinder in Kindertagesstätten und Horte, ja,
damit sie auch wirklich ihrer Arbeit nachgehen können. Wie soll ich es den Eltern erklären? Also du arbeitest von mir aus in der Gastronomie. Du bist nicht systemrelevant. Dein Kind kann nur maximal so und so viele Stunden in die Einrichtung gehen. Und der andere kann sein Kind bis zu 10 Stunden abgeben. Und nochmal eine Anfrage zu der Hortbetreuung. Sie sprachen davon, dass wenn die Notwendigkeit besteht, die Kinder bis zu maximal 10 Stunden den Hort besuchen. Stand in der Presse, die Eltern sprechen tagtäglich die Erzieher und die Leiter der Kindertagesstätte an. Ja oder nein? Wenn es genau irgendwo unter diesem Missbrauch möglich ist. Und zählt das nur für die Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten? Völlig und klar, ja oder nein? Gut, genau. Also das ist eine Frage, die wir unseren Bürgern, die uns gewählt haben, jeden Tag beantworten. Ja, aber kein Zwiegespräch könnt ihr stellen, dann antwortet der Landrat. Ist ja kein Problem, Frau Führer. So, das war meins. Vielen Dank. Der Landrat. Kurz, der Landrat, dann Frau Bartelt und dann Herr Kuhn. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Wenn Sie das mit der Hortbetreuung, habe ich Folgendes im Kopf. Also das Land hat sich ja, was eine sehr gute Sache ist, weil wir haben das Land heute in vielerlei Hinsicht aufgefordert, aber das Land kommt ja auch selbst mitunter auf sehr gute Ideen. Und ich fand es sehr gut, dass das Land sich dazu bekannt hat, eine längere Hortbetreuung zu finanzieren. Jetzt muss ich aber wirklich kurz überlegen, wie weit das anwendbar ist auf die Notfallbetreuung. Guck auch mal nach hinten, ob mir einer beispringen kann. Ich hätte jetzt spontan gesagt, das gilt generell, aber ich bin mir da nicht 100% sicher, wo gilt. Okay, gut, okay. Und das Ganze steht noch, also für alle normal, also es ist eher, also der Grundsatz ist, es wird nicht mehr für Berufsgruppen unterschieden. Auf die Idee bin ich bis dahin noch gar nicht gekommen, aber vielleicht hätte ich auch einen Fehler machen können, gut, dass es nochmal klargestellt wird. Aber wenn dann eben geguckt wird, wenn Kapazitäten dann doch in der Praxis begrenzt sind, weil er auch Trägerprobleme haben, jetzt diese, es geht immer um die Stunden der Mitarbeiter, die auch dafür zur Verfügung stehen müssen, dann soll man, das macht dann aus meiner Sicht wieder Sinn, gucken, wo hat man denn jetzt wirklich diesen Begriff, den der eine oder andere vielleicht nicht mehr hören kann, die systemrelevanten Berufe, und dann gibt es am Ende eben auch welche, die da nicht berücksichtigt werden können. Das ist momentan das, so wie es angewandt werden soll. Nach bestem Wissen und Gewissen Stand heute. Danke. Gut, jetzt danke nochmal für die Erläuterung. Frau Bartelt kurz und dann Herr Kuhn. Ja, bevor dann Herr Kuhn noch einen kleinen Änderungsantrag einbringen wird, der sehr in meinem Sinne ist, denn hundertprozentiger Präsenzunterricht wäre ja zu viel Vergangenheit. Wir werden einen Mischunterricht bekommen, Präsenzunterricht und Digitalunterricht, und Sie werden sich auch darauf einstellen müssen, dass aufgrund des Baus unserer Schulen, der kleinen Klassenzimmer, es wahrscheinlich mit Schichtunterricht laufen wird. Denn wenn ich mir jetzt diesen großen Raum ansehe, den wir uns ausgesucht haben aus Corona-Sicherheitsgründen, können Sie sich nicht denken, dass das in den Schulen anders sein wird. Das heißt, in den normalen Klassenräumen wird eine halbe Klasse sitzen. Der Schulunterricht wird sich verändern, und ich musste jetzt doch wirklich noch mal etwas sagen, weil Jan Hofmann darauf wartet, dass ich das sage. Die Kultusministerkonferenz wird sich in dieser Woche dazu äußern, wie der Unterricht im nächsten Schuljahr aussehen wird. 100% Präsenzunterricht wird es nicht geben. Und ich möchte nur noch mal den Vorsitzenden des Bundeselternrates, Stefan Wassenmuth, der auch gleichzeitig Vater ist, zitieren. Der sagt, eine vollständige Öffnung, das ist mein Wunsch. Aber keinerlei Hygienevorschriften dabei zu beachten, das ist meine große Angst. Und er bittet die Politik, ihr Fähnchen nicht einfach nach dem Wind der öffentlichen Meinung zu richten. Und ich werde diesem Antrag heute nicht zustimmen. Ich enthalte mich der Stimme. Vielen Dank, Frau Bartelt, auch für den Beitrag. Herr Kuhn, Sie haben das Wort jetzt nochmal. Ich hoffe, dass Sie dann die Diskussion zum Abschluss bringen können. Wir würden dann nur noch das Wort bei Präsenzunterricht zu 100% und Digitalisierung einbeziehen. Ende. Gut, alle haben es verstanden, denke ich. Ich
bitte jetzt um Zustimmung für den Dringlichkeitsantrag mit der Einänderung der Digitalisierung. Wer kann dem zustimmen? Grünes Kartenzeichen, vielen Dank. Gegenstimmen? Keine Stimme enthalten? Eine? Eine Gegenstimme? Nee, das war eine? Das ist eine Gegenstimme. Hat es nicht gesehen? Vielen Dank. Eine Enthaltung nochmal? Eine? Gut. Eine Gegenstimme, eine Enthaltung, so zugestimmt. Vielen Dank auch dafür. Ich komme jetzt zum letzten Tagesordnungspunkt, der da heißt Mitteilungen. Gibt es Mitteilungen? Nächster Kreistag. Vielen Dank. 18. Das ist ein Sonntag, kann nicht sein. Also, wir machen es konkret, ich sage es jetzt nicht. Geht Ihnen, können Sie ja dem Kalender entnehmen. Also ganz normal sind wir jetzt wieder. Es war jetzt eine Ausnahme, den zu verschieben, weil es um Fristen ging. Hier wird nochmal gesagt, der 12. Oktober ist es. Also ganz normal nach Terminplan. Auch die Ausschüsse werden ja jetzt fortgesetzt. Vielen Dank. Kommen Sie gut durch den Sommer. Bleiben Sie schön gesund und wir sehen uns dann am Oktober.